Einen wunderschönen guten Abend in den Chat. Holla die Waldfee, sage ich da. 276 Fische sind auf dem Kutter. Schönen guten Abend an alle im Chat. Hi. Ja. Hallo. Hi, 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 hi. Ich bin sehr erfreut. Es ist wieder Mittwoch. Es ist wieder Zeit für Butter bei die Fische. Vielen Dank erstmal für die ganzen Raids, die schon im Vorfeld reingekommen sind. Jasmin, wie jede Woche, vielen, vielen Dank für deinen Raid mit 91. Dieser Phil, nicht zu vergessen an der Stelle, sehr, sehr wichtig. Auch dieser Phil hat uns geradet mit 54 Personen. Auch vielen Dank dafür. Jetzt muss ich mal schnell durch die Liste gucken, ob ich jetzt irgendwas überlesen habe. Nee, habe ich nicht. Krach, Bumm, Ente 69. Danke für deine 200 Bits, mein Lieber. Besten Dank. Ja, sagt ruhig, begrüßt nochmal, gerne nochmal den Chat in aller Ruhe, bevor wir dann. Guten Abend, ihr Lieben. Ich ergreife jetzt kurz das Wort. Das Intro hat Patrick heute gut gewählt. Naja. Ich liebe diese Band zum Beispiel, aber der Song ist einer der Songs, die ich sehr, sehr selten hören kann, weil es mich tatsächlich immer erstmal, also es ruft in mir immer erstmal eine Stimmung der Beklemmung hervor. Und Ja. deswegen wurde der Song auch bewusst gewählt. Ihr Lieben, guten Abend. Guten Abend. Würde mich gleich mal interessieren, warum, weil du bist ja quasi kein Live-Zeitzeuge. Also, Ja, ich aber du habe hast auch keinen wahrscheinlich Krieg die Geschichte. miterlebt und finde den Du hast. trotzdem scheiße und sehe es Aber ich wollte, nee, ich mich meine nur, ob es wirft in Klos in den durch. Hals, wenn ich ein totes Kind am Straßenrand liegen sehe. Nee, jetzt pass du mal auf. Mir ging es darum, ist es auch besonders aus dem Grund, weil Familienmitglieder von dir halt da sehr negativ betroffen waren oder nicht. Das wusste ich nämlich nicht. Darum, Also nee. da weiß ich nämlich zum Beispiel gar nichts. Da hatten wir noch, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Aber auch erstmal von mir, schönen guten Abend an alle da draußen. Ihr seht, ich habe nicht mehr die Erleuchtung. Ich hoffe, das Bild ist gut. Die andere Kamera läuft. Ich habe mich rundherum belichtet und ja, hoffe mal, dass das Ergebnis zufriedenstellend ist. Danke. Kerstin, willst du noch was in den Raum Ja, werfen? hallo. Ja, natürlich. Also wie gesagt, der Song, ich habe ihn heute zum ersten Mal gehört, berührt mich auch sehr. 89, die Flucht, meine war 87. Und da geht es mir genauso. Also da stellen sich mir die Härchen auf und das macht mich immer noch betroffen. Und ich bin nun wirklich ein Zeitzeuge aus dieser Geschichte des geteilten Deutschlands. Bei mir ist es tatsächlich ähnlich gewesen. Ich will jetzt nochmal an der Stelle, weil der Adde mir jetzt hier gerade die Props zugeschoben hat, ausgesucht oder vorgeschlagen hat, der Song, der Adde, ich kannte den gar nicht, aber ich habe den mir angehört und mir ist es direkt eiskalt den Rücken runtergelaufen, auch wenn ich nur so semi irgendwas damit zu tun habe. Also ich habe ja das quasi auch erlebt. Ich bin 83er Jahren, so als kleiner Pimpf, so ein bisschen was habe ich schon mitbekommen, beziehungsweise dann auch im Nachgang noch ein bisschen mehr. Aber trotz alledem, wenn man sich das so ein bisschen so vorstellt in die ganze Geschichte und so ein bisschen, wie soll ich sagen, emotional auch mal sensibel ist, dann kann man das doch deutlich fühlen. Die Beklemmung, die man, also wenn man sich in diese Situation reindenkt, ist auf jeden Fall ziemlich krass tatsächlich. Der Song, eben hatte jemand gefragt, der Song heißt Sommer 89 von der Band Ketka. Genau, habe ich schon für euch auch nochmal im Chat geschrieben, wer es rauscopy-pasten möchte. Ich tue es noch einmal, ihr Lieben. Und Malamute, danke für deine 150 Bits. Ich habe gelernt, man sagt Ehre. Ehre. Mit Ä oder mit E? Ja, das sind sich viele Leute uneinig, muss ich sagen. Also das ist wohl nicht so ganz raus, wie man das am besten macht. Wie du möchtest. Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar für alle diejenigen, die vielleicht jüngeren Jahrgangs sind. Wäre übrigens eigentlich eine interessante Umfrage. Die könnten wir eigentlich mal im Ich Laufe des mache Streams eine mal erstellen. fertig während des Videos. Ah, sehr, sehr gut. Eine Umfrage erstellen, wer eigentlich wie alt ist, beziehungsweise ob er diese Zeit irgendwie aktiv miterlebt hat. Für all diejenigen, die diese Zeit vielleicht nicht direkt aktiv miterlebt haben, haben wir etwas vorbereitet und dazu wechsle ich jetzt mal gerade die Szene. Vielleicht gelingt mir das auf Anhieb. Das wäre ein Träumchen, würde ich sagen. So. Dann schauen wir uns das mal an, beziehungsweise ich muss das jetzt noch so umbauen, dass es auch gesehen werden kann von der Kerstin, weil ihr müsst wissen, die Kerstin kann unseren Twitch-Chat heute Abend leider nicht mitsehen. Wir werden aber eure Fragen auf jeden Fall aufgreifen und deswegen muss ich ihr das Video separat zukommen lassen.
Wir starten einfach mal. Der 3. Oktober. Seit 1990 Deutschlands Feiertag der Wiedervereinigung. Aber warum war Deutschland geteilt? Was war die DDR für ein Staat? Und wie kam es eigentlich zur Wiedervereinigung? Februar 1945. Der Untergang Hitler-Deutschlands ist absehbar. Hitlers Gegner treffen sich zur Konferenz von Jalta. Sie planen für die Zeit nach ihrem Sieg und vereinbaren die Aufteilung Deutschlands in 4 Besatzungszonen. Doch die Allianz bricht. Zwischen den Westmächten und der Sowjetunion beginnt der Kalte Krieg. Folge? Kerstin hat keinen Ton. 1949 entstehen zwei. Ja, B1. Ein Voice-Meter. Ja, aber der Chat sagt auch, sie hören es auch nicht. Oh. Jetzt sagt jemand, ich finde den Ton okay. DocWeb sagt, es wäre zu leise. Hoppe sagt, man hört nichts. Könnt ihr gerne nochmal starten, sagt Josche. Ja, ja. Ist ja jetzt nicht viel passiert. Ich schieb nochmal ein bisschen zurück an die Stelle hier. Den Stwarpel jetzt hier drin, können wir nachher posten. Ja. Okay, ich starte nochmal. Sagt mal bitte im Chat, ob der Ton jetzt ein bisschen besser ist. Was war die DDR für ein Staat und wie kam es eigentlich zur Wiedervereinigung? Februar 1945. Der Untergang Hitler-Deutschlands ist absehbar. Hitlers Gegner treffen sich zur Konferenz von Jalta. Sie planen für die Zeit nach ihrem Sieg und vereinbaren die Aufteilung Deutschlands in 4 Besatzungszonen. Doch die Allianz bricht. Zwischen den Westmächten und der Sowjetunion beginnt der Kalte Krieg. Folge: 1949 entstehen 2 deutsche Staaten. Aus den 3 westlichen Besatzungszonen wird die kapitalistische Bundesrepublik Deutschland. Aus der östlichen Besatzungszone entsteht die sozialistische Deutsche Demokratische Republik. Berlin bekommt einen Sonderstatus. Es wird ebenfalls geteilt in West und Ost. Beide deutsche Staaten stellen wieder eigene Armeen auf. Sie schließen sich den Militärbündnissen in West und Ost an. Die Bundesrepublik der NATO und die DDR dem Warschauer Pakt. Die DDR wird am 7. Oktober 1949 gegründet. Die Macht liegt bei der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Es gibt Wahlen, sogenannte Blockparteien und ein formales Parlament, die Volkskammer. Diese Einrichtungen sollen der Republik eine demokratische Fassade geben. Die DDR ist eine Diktatur. Manipulierte Wahlen, keine unabhängige Justiz und die Macht der Einheitspartei, festgeschrieben in der Verfassung. Das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi, ein wichtiges Instrument der DDR-Regierung. Es überwacht die Bürger und schüchtert sie ein. Andersdenkende müssen deshalb Verhaftung und Gefängnis fürchten, wenn sie ihre Ansichten kundtun. Aus politischen Gründen kommen in der DDR im Laufe der Zeit mindestens 150.000 Bürger ins Gefängnis. Viele Unzufriedene wollen das Land verlassen. Die DDR-Regierung will die Abwanderung stoppen. Sie schottet ihr Gebiet immer stärker nach dem Westen hin ab. Die Reisefreiheit ihrer Bürger schränkt sie stark ein. Trotzdem fliehen viele. Die DDR-Regierung greift 1961 zum Äußersten. Sie verstärkt die seit 1952 bereits geschlossene innerdeutsche Grenze weiter, weist die Grenztruppen an, auf Flüchtlinge zu schießen und baut die Berliner Mauer. Mindestens 421 Menschen sterben an der deutsch-deutschen Grenze. Ein besonders drastisches Beispiel für Menschenrechtsverletzungen in der DDR. Das Wirtschaftssystem beruht auf Kollektivierung, Staatseigentum und Planwirtschaft. Durch Kollektivierung wird Privateigentum enteignet und unter staatliche Kontrolle gebracht. Der Staat steuert die Betriebe zentral. Sie unterliegen keinem Marktsystem, das auf Angebot und Nachfrage beruht. Schnell zeigen sich aber die Schwächen des planwirtschaftlichen Modells. Versorgungslücken und Mängel, ungenügende Innovationsfähigkeit der Betriebe und mangelnde Motivation der Arbeiter, Probleme, die in der Planwirtschaft eher auftreten als in der Marktwirtschaft. Die DDR bleibt Zeit ihres Bestehens wirtschaftlich wie politisch stark auf die Sowjetunion angewiesen. Das SED-Regime nimmt Einfluss auf die Meinungsbildung. Durch Zensur, durch Propaganda der staatlichen Medien, durch Versammlungs- und Redeverbote und durch Schikanierung Andersdenkender.
Der Regierung gelingt es aber nie, die Meinungsbildung komplett zu kontrollieren. Unabhängige Informationen gelangen immer wieder in die Bevölkerung. Eine Möglichkeit, sich abseits der gleichgeschalteten Staatsmedien zu informieren, war zum Beispiel das Westfernsehen. Einige Theater wie die Distel in Berlin oder die Herkuleskeule in Dresden zeigen gemäßigt Gesellschaftskritisches. Sie sind oft lange im Voraus ausgebucht. Einen besonderen Raum für Kritik an Politik und Gesellschaft bieten die Kirchen. Hier treffen sich seit Anfang der 80er Jahre viele, die mit dem System unzufrieden sind. 1985, Michail Gorbatschow übernimmt die Macht in der Sowjetunion. Ein Wendepunkt. Gorbatschow meint, nur Reformen können den Sozialismus im Ostblock retten. Glasnost und Perestroika sind hierfür die Schlagwörter. Früher griff die Sowjetunion noch bei Protesten im Ostblock ein, so 1953 beim Volksaufstand in der DDR und 1968 beim Prager Frühling. Doch ab jetzt will sich die Sowjetunion zurückhalten. Die Reformbewegungen im Ostblock wachsen daraufhin schnell. So auch in der DDR. Die Rufe nach mehr Bürgerrechten werden immer lauter. Gleichzeitig liegt die DDR-Wirtschaft am Boden. Nur Kredite aus dem Westen halten den Osten zahlungsfähig. Die DDR verkaufte sogar ihre politischen Gefangenen an die Bundesrepublik. Mai 1989. Ungarn baut die Grenzbefestigung zu Österreich ab. Im Eisernen Vorhang ist ein erstes Loch. Immer mehr Menschen wollen die DDR verlassen. 120.000 DDR-Bürger beantragen die Ausreise, allein im Jahr 1989. In den Medien laufen ständig Berichte über DDR-Bürger, die Zuflucht suchen in den westdeutschen Botschaften von Prag, Budapest und Warschau. Am 4. September gibt es die erste Montagsdemo in Leipzig. Die Demonstranten fordern vor allem Reise- und Versammlungsfreiheit. Am 9. Oktober wird die Montagsdemo in Leipzig erstmals zur Massenkundgebung. Die Polizei hält sich weitgehend zurück. Daraufhin folgt eine Massendemonstration der nächsten. Der Druck wird so groß, dass Mitte Oktober die gesamte politische Führung um Erich Honecker zurücktritt. Der neue Machthaber Egon Krenz versucht, das Ruder noch einmal durch Reformen und Zugeständnisse herumzureißen. Doch die eingeläutete Revolution ist nicht mehr aufzuhalten. Am 9. November 1989 wird schließlich Geschichte geschrieben. Die Grenze ist offen, bald gibt es uneingeschränkte Reisefreiheit. Tausende DDR-Bürger strömen noch am selben Tag nach West-Berlin. Die Mauer fällt. Danach dauert es weniger als ein Jahr, bis Deutschland wieder ein Staat wird. Im März 1990 gibt es die ersten freien Wahlen in der DDR. Die CDU gewinnt. Ab dem 1. Juli gibt es keine innerdeutschen Grenzkontrollen mehr. Die D-Mark wird Währung der DDR. Und schließlich, am 3. Oktober 1990, tritt die DDR offiziell der Bundesrepublik Deutschland bei. Nach über 40 Jahren Trennung ist Deutschland wieder vereinigt. So war das wohl. Das haben wir, denke ich, alle erstmal wieder ein bisschen auf einen Wissensstand zurückholen können. Ich weiß nicht, wollen wir erst die Umfrage machen oder sollten wir vielleicht erstmal. Ah, ne, wir machen es erstmal anders. Jetzt haben wir erstmal alle nochmal ein bisschen das Thema aufgefrischt. Jetzt will ich euch nochmal den heutigen Gast vorstellen. Genau. Da haben wir, bitte tu das. Ja, ja, wichtig, wichtig. Da haben wir wie immer ein Intro vorbereitet. Und, oh, Charlie 2050 Butter den Fisch, vielen, vielen Dank. So, danke. Wir schalten mal um. Am 21.01.1965 erblickte Kerstin im geteilten Berlin das Licht der Welt. Nach Abschluss der Oberschule startete sie ihr dreijähriges Fachschulstudium an der Staatlichen Ballettschule Dresden, welches sie mit dem Abschluss als professionelle Bühnentänzerin beendete. Schon in jungem Alter wuchs in ihr der innere Drang nach dem einen Befreiungsschlag, der sie aus den starren Armen des Überwachungsstaates befreien sollte. Im Jahre 1984 startete sie ihr Engagement auf nationalen und internationalen Bühnen,
Ihr Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung sollte nun nicht mehr lange auf sich warten lassen. Kerstins Fluchtgeschichte wird in noch unbestimmter Zukunft unter dem Buchtitel Auf der Mauer, auf der Lauer erscheinen. Heute sprechen wir mit Kerstin über ihre Erfahrungen in der DDR, ihre Flucht und wie sich ihr Leben im Nachgang gewandelt hat. Ein biografischer Politthriller mit einem Hauch Nostalgie. Willkommen auf dem Kutter. Willkommen auf dem Kutter, auch an die 180 Personen, die Doni gerade rübergespielt hat. Vielen Dank dafür, Doni. Vielen Dank. Und willkommen auf den Kutter natürlich an Kerstin. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, dass ich heute bei euch live dabei sein darf und ja, möchte gerne meine Erfahrungen aus dieser Zeit mit euch teilen, vielleicht ein paar Geschichten dazu erzählen, wie ich es persönlich damals empfunden habe. Es war eben so, diese Zerrissenheit des Landes ging eben auch durch meine Familie. Also es war eben ein Teil war der Verwandtschaft im Westen, ein Teil war im Osten, wurde durch die Mauer geteilt. Und ich bin eben auch dann ganz nah dran groß gewachsen, also aufgewachsen in Berlin-Friedrichshain, nicht weit von der Mauer entfernt. Und ja, und der andere Teil der Familie war dann eben in West-Berlin. Die durften mich besuchen, ich durfte nicht hin. Also das waren schon, als Kind waren das schon sehr tiefgreifende Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Das ist durchaus vorzustellen, wenn man sich da mal versucht, mal reinzudenken, wie sich das angefühlt haben muss, wenn die Familie so gespalten ist. Ich habe aber noch mal ganz kurz eine Zwischenfrage. Ich das jedes Mal frage, das hat sich so eingebürgert, weil ich auch wissen will, hast du den Song hinter deinem Intro gehört? Der war leise? Ja, aber sehr leise nur. Also nicht nur, wirklich. Ah, okay. Alles klar. Schade. Dann okay. Beim nächsten Mal muss ich dann... Das war der Song... Ich wollte gerade fragen, was war das? Das war der Song von Cliff Richard, Das ist die Frage aller Fragen. Der war an deinem Geburtstag auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Oh. Sagt dir der Song was, Cliff Richard? Der Song sagt mir was, den kenne ich auch, aber in dem Zusammenhang jetzt nicht. Ah, okay. Also okay. Das war die Frage aller Fragen und schade, sie hat es nicht gehört. Ich muss es dann scheinbar irgendwie doch lauter machen, aber es ist immer so ein schmaler Grat. Es ist aber auch immer ein unterschiedliches Niveau von den Sounddateien, also von der Source. Entweder muss man irgendwie gucken, dass man das vorher nivelliert oder man muss halt damit leben, weil kannst ja nicht gewährleisten, dass es immer passt. Nee, richtig. Tatsächlich nicht. Bevor wir uns jetzt hier tief ins Thema reinfallen lassen, lieber Kerstin, würden wir ganz kurz noch zwei, drei Orga-Sachen machen. Zum einen, ihr Lieben da draußen, ich habe mal eine Umfrage reingeschmissen. Und zwar jetzt. Da geht es darum, wann ihr geboren seid. Einmal, bis wir mal einen groben Altersdurchschnitt kriegen. Und zwar nach 89, vor 89 und vor 79. Das Problem ist, ich habe gerade selber mitgekriegt, ich könnte jetzt gar nichts anklicken, weil ich bin nicht nach 89 geboren, ich bin nicht vor 89 geboren, ich bin 89 geboren. Ich habe die Umfrage denkbar schlecht gestellt. Aber ihr Lieben, klickt mal bitte die Umfrage durch, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Weil dann sehen wir auch, in welcher Zeit seid ihr geboren quasi. Nummer 1. Nummer 2, bevor wir dann zum ernsten Thema kommen. Fabian lebt noch, aber Fabian wird komisch bräunlich an den Blättern und ich verstehe es nicht. Ich habe diese Pflanze weder zu viel gegossen noch zu wenig. Ich habe sie gestreichelt jeden Tag. Ich spreche mit ihr. Ich habe keine Ahnung. Ich will es wiederholen. Das ist eigentlich Unkraut hier, dieses Pflänzchen. Und ich kriege es wahrscheinlich nicht mal durch den Januar. Gott. Ist sie vielleicht übermäßig wärmeempfindlich? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß es nicht, leider nicht. Also wo ich das letzte Mal bei dir oben im Büro war, habe ich eigentlich nur den Typ gesucht, der den Aufguss macht. Weil es war doch sehr heiß. Das war krass. Ich bin ja gegen die Wand gelaufen. Es war aber eine gute Abwechslung im Vergleich zu den Lagerräumen, da beim Adam mal einen Aufguss zu gehen. Allerdings, ja. Ah, ja. So, habt ihr euch ein Getränk genommen, ihr Lieben? Ja, ich habe heute mal ein Bier. Hier aus der Region sogar, quasi ein Licher Kellerbier. Vorletztes Reinheitsgebot von 1854 steht ja auch drauf. Ich mag, also Kellerbier mag ich eh. Deswegen, und das kannte ich auch und hab's gesehen. Und es war eines der wenigen, die in der Kühlung standen, also habe ich das mitgenommen. Bei dir, Patrick, was gibt's bei dir heute? Gin Tonic. Ja, okay, alles klar, bei mir auch. Kerstin, hast du dir was genommen?
Also ich habe nur im Angebot, Moment mal, Bezoja, das spanische Wasser. Mehr habe ich heute nicht. Okay, Wasser, kommt danach. Wasser. Das, Wasser immer gut. Das Kellerbier kommt danach. Okay, alles klar, alles klar. Wir haben uns einfach mittlerweile gesagt, wir machen es uns bequem und deswegen nehmen wir uns bewusst tatsächlich mittlerweile ein Getränk. Ihr Lieben da draußen, nehmt euch auch ein Getränk, macht euch gemütlich. Und ich würde sagen, jetzt können wir uns langsam zum Thema begeben. Oder habt ihr noch irgendwelche Off-Topic-Sachen? Nee, also ich hätte nichts, außer halt den Hinweis, da werden sich jetzt vielleicht manche wegen dem Wasser fragen. Also wir sind heute zumindest territorial, international unterwegs, weil die Kerstin uns aus Mallorca oder von Mallorca, wie sagt man es? Aus Mallorca zugeschaltet ist. Genau. Ich danke dir, Lami. Lami hat nochmal den Strawpoll-Link für die Abstimmung reingeschickt. Und wer das ganze Format noch auf Facebook, Instagram oder was auch immer teilen möchte, kann dies gerne tun. Den Link seht ihr oben in der URL. Teilt es einfach. So, Patrick, mach mal den Opener. Wie beginnen wir? Beginnen wir erstmal mit Kerstin selber oder gehen wir gleich in die Thematik? Wie, was hast du dir gedacht? Ich hätte noch mal jetzt eine Frage gehabt, eben gerade zu diesem Kurzfilm, den wir uns angesehen haben. Die Distel und die Herkules, war das Oper? Keule, die Herkules. Distel und Herkuleskeule, ist dir das aus der damaligen Zeit ein Begriff als Ort des, ich sag mal, zagen Widerstands, der sich da vielleicht so ein bisschen versammelt hatte? Sagen wir mal so, das war jedem bekannt, aber es war sehr politisch kontrolliertes Kabarett, also Kabarett. Okay. In dem Sinne, es durften viele Sachen nicht gebracht werden und es wurde von den Oberen abgesegnet, welche politischen Witze da überhaupt machbar waren. Somit war es relativ flach, also es blieb nicht viel Spielraum übrig, um wirklich das Regime anzuprangern oder auch auf eine witzige Art und Weise vorzuführen. Das sollte wahrscheinlich eher in deren Sinne sogar dann eine gewisse Weltoffenheit signalisieren. Das würde nämlich Sinn machen, weil sowas macht man ja nicht als totalitärer Staat. Richtig, genau. So sehe ich das auch. Aber auch die Kirchen wurden so ein bisschen dargestellt, ne? Dass sich dann wahrscheinlich im späteren Verlauf auch das so ein Versammlungsort von Menschen war, die mit der Sache nicht mehr so zufrieden waren. Also kann man auch da sagen, auch da hat sich so ein leichter Widerstand zentralisiert oder irgendwie konzentriert in Kirchen? Der Widerstand der Kirchen war immer da gewesen. Also ich habe auch, wie gesagt, in meiner Familie sind ja viele verschiedene Strömungen zusammengekommen. Pro-Sozialismus, Kontrasozialismus und zum Beispiel von meiner Tante, die waren eben katholisch, was bedeutete, dass die Kinder katholisch erzogen wurden und somit keine Jugendweihe haben durften. Und wenn keine Jugendweihe stattgefunden hat, durfte man nicht studieren. Also dieses Punishment, was dann praktisch gegen die Kirchen passiert ist, das haben die Kirchen, also die haben wirklich gegen den Sozialismus versucht, für die Menschenrechte teilweise was zu machen. Die waren sehr engagiert und sind auch oftmals von westlicher Seite unterstützt worden. Okay. Also sie waren sozusagen eine kleine Insel dort in diesem Roten Meer. Die hätten sich gerne, die Parteiführer, hätten sie gerne negiert oder hätten sie auch gerne abgeschafft, aber da war die Kirche zu stark, das haben sie nicht geschafft. Also sie mussten damit leben und haben versucht natürlich die Kraft der Kirche so gering wie möglich zu halten. Mhm. Ja. Nochmal für alle, die später eingeschaltet haben oder die beim Host von Doni dabei waren oder irgendwas. Ihr habt leider jetzt das Intro verpasst. Unser Gast ist die liebe Kerstin. Und zwar Hallo. Zum Thema Mauerfall, zum Thema Flucht aus der DDR. Und sie wird dieses Jahr oder nächstes Jahr ein Buch verlegen zu dem Thema und ihrer Flucht. Ja, wann? Also das wird eigentlich jetzt hoffentlich in diesem Jahr noch rauskommen. Ich habe es fertig, bin jetzt mit den Verlagen am Verhandeln und ja, ist meine autobiografische Geschichte so ein bisschen eingebettet in die ganzen geschichtlichen Fakten. Es gibt ein paar Sachen, die sehr lustig sind, aber auch mit einem weinenden Auge zu lesen, weil immerhin war es ja eine Diktatur, wo ja auch die Menschenrechte verletzt worden sind. Also es war nicht nur geschönte Ostalgie. Also das war das, was ich erfahren habe in diesem Land. Ne? Ja. Fantja schreibt, oder Tuntja, wie auch immer, alle Kirchen waren Inseln, steht im Stasi-Archiv. Schreibt er. Alle Kirchen und ich waren Inseln? Ja, das kann gut sein. Also sie sind auf jeden Fall alle kontrolliert worden, das ist richtig, ja. Sind alle von der Staatssicherheit, also für die jetzt das noch nicht, also besser gesagt nach 89 geboren wurden oder geboren sind, die Staatssicherheit hat natürlich flächendeckend die ganze DDR kontrolliert.
Und die Kirchen waren natürlich da im Fokus. Absolut, ja. Ja, wird auch geschrieben, die Kirchen lagen immer mit der Regierung im Clinch. Ja, ja, richtig, genau. Yoshi fragt gerade, ab wann man Fragen stellen darf. Ihr Lieben, ihr könnt parallel immer Fragen stellen. Sollten wir irgendwas Wichtiges überlesen oder vergessen, weil wir gerade tatsächlich selber im Dialog sind, postet es bitte nochmal oder whispert einen von uns dreien direkt an, damit vielleicht heute so wenig wie möglich untergeht, weil es, glaube ich, ein diskutierenswertes Thema ist, wo auch Fragen, glaube ich, sehr wichtig sind und den Dialog sehr beleben. Ja. Die Trennung deiner Familie in der Stadt, die hat ja, und dass sie halt natürlich in Osten zu Besuch kommen konnten, die hat natürlich den Westen dann für in der Konstellation sehr, sehr präsent gemacht, nehme ich an. Weil man hat ja immer quasi frischen Input gehabt, was drüben los ist. Weil ich hatte mich vorab gefragt, also das bezieht sich dann jetzt eher auf den Teil, der in der DDR war, hatte ich mich vorab gefragt, Familie, Freunde und Verwandte in der DDR, wie war so dein Umfeld eigentlich gelagert von klein auf her? Also gab es da auch ein Lager oder Teile der Familie oder des direkten Umfeldes, was prosozialistisch gelagert war, oder gab es da nur quasi systemkritische Personen? Nee, es gibt eigentlich eine ganz lustige Geschichte auch in diesem Zusammenhang, dass meine Eltern haben sich kennengelernt und der Vater meines Vaters, also mein Großvater, war pro-sozialistisch. Er hat als Ingenieur im russischen Sektor damals, ehemals, also was dann die DDR wurde, gearbeitet und hat dort eigentlich ein ganz gutes Leben erfahren. Und daraufhin konnte mein Vater, sie waren Flüchtlinge, eben auch studieren. Also es ging darum, er durfte studieren, ohne dass er jetzt da viel Geld ausgeben müsste, was dann die Familie nach der Flucht nicht hatte. Also waren sie prosozialistisch. Und von meiner Mutters Seite waren alles so kleine Handwerksbetriebe. Die waren natürlich gegen diesen Sozialismus, weil danach alles verstaatlicht wurde. Und die beiden haben sich dann getroffen und sie wollten heiraten. Und der Großvater meiner Mutter sagte, ja, aber nur mit Kirche, ohne Kirche geht das gar nicht. Und von meiner Vaters Seite aus sagte er, also mein Großvater von meinem Vater sagte dann, nein, ich werde niemals eine Kirche betreten, weil er natürlich marxistisch-leninistisch gepolt war. Also haben meine Eltern, so wie auch in früheren, älteren Sachen oder Geschichten auch schon, sind sie dann geflüchtet und haben heimlich geheiratet und kamen dann zurück verheiratet. Also da sieht man, wie eben wirklich auch diese Zerrissenheit Pro-Sozialismus, Kontrasozialismus durch die Familie ging. Und bei mir war das schon sehr extrem, weil mein Vater dann auch als Abteilungsleiter gearbeitet hat, aber nicht in der Partei war. Also er hat sich nicht so ganz dem dann hingegeben. Und wir wohnten direkt in Berlin, ja, Westfernsehen, Westverwandte kamen zu Besuch und und so ging eigentlich eine gewisse schizophrene Erziehung los, würde ich mal sagen. Also in der Schule durfte das nicht erzählt werden, dass dann eben die Tante aus dem Westen da war, aber die Sachen waren natürlich fantastisch zu bekommen. Also es waren, wie gesagt, es war eine absolut schizophrene Situation, in der ich aufgewachsen bin. Ja, das glaube ich sehr, sehr gerne. Gerade weil es so zerrissen ist, dann im direkten, nahen Umfeld. Ja, genau. Das ist verrückt. Mach du kurz deine Frage. Hat bei deinem Vater dann irgendwann ein Prozess des Umdenkens stattgefunden? Oder konnte der sich trotz dem ganzen Einfluss quasi weiterhin an seine vorher gefestigten Ansichten halten? Also sagen wir mal so, seine Ansichten waren gefestigt, wurden aber von den Westprodukten gelockert. Von welchen also speziell? Die Verführung war natürlich dann doch auch wiederum sehr stark, sich mit den Westprodukten zu umgeben. Also wir haben auch eine ganz lustige Geschichte gehabt. In der DDR war es ja so, der Trabant war ja das Volksauto Nummer 1. Was anderes gab es eigentlich auch nicht. Und wenn man Trabant hatte, den hat man geliebt und den hat man gepflegt. Mein Vater bekam, nachdem er sein Auto bestellt hatte, das dauerte ja dann so zwischen 12 und 15 Jahren, bis man das Auto bekam, hat natürlich dann es als sein Pflegekind bestens versucht zu versorgen und dann wurden die Teile des Trabants gestohlen. Und das Schlimmste war natürlich auch eine typische Sache der DDR, Mangelware. Man konnte nicht einfach, das können sich die Leute heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, man konnte nicht einfach irgendwie losgehen und sagen, so, ich gehe jetzt in die Werkstatt und werde jetzt mein Auto wieder reparieren lassen. Es gab keine Ersatzteile. Mangelware bedeutete, das gab es einfach nicht. Also dauerte es fast ein Jahr, bis das Auto wieder zusammen war. Und und dann bestellte er sich eine Alarmanlage von seinem Freund,
aus West-Berlin. Die kam, die Alarmanlage, wurde in den Trabant eingebaut und jedes Mal, wenn es regnete, ging die Alarmanlage los. Die war natürlich für so ein Pappmaché-Auto nicht gemacht. Also das waren so diese, in diesem Auto zeigt sich eigentlich auch so dieses konträre Ding, was in der Familie los war. Ost und West war in dem Moment nicht wirklich kompatibel. Okay. Ich würde jetzt gerne mal ein kleines Stückchen chronologisch jetzt aufbauen, bevor wir dann zu den lustigen oder nicht so lustigen Anekdoten gehen. Ich würde mal kurz zu deiner Person gehen. 65 geboren. Genau. Das heißt, du hast ja tatsächlich auch ein Stück in der DDR quasi aktiv mitgemacht. Ja, genau. Fangen wir mal an. Kindheitsalter ist wahrscheinlich noch, man lebt noch als Kind, man lebt noch entspannt, oder gab es da schon Sachen, wo du verzichten musstest oder einstecken musstest als Kind an der nahen Grenze? Was ich nicht verstanden habe als kleines Kind schon, dass alle Verwandten aus dem Westen mich besuchen durften, mit wunderschönen Dingen kamen und ich durfte nie dorthin. Also dieses Mauerding war dann schon sehr frühzeitig in meinem Kopf drin. Ja, okay, das glaube ich. Ja, so mit 4, 5 Jahren hinter jeder Mauer war für mich dann irgendwie der Westen. Ne? Und wir hatten viele Mauern bei uns drumherum. Eine war die Poliklinik, eine war die Brauerei und die nächste war der Friedhof. Und für mich war da immer irgendwie dahinter muss der Westen sein. Also dieses Ding war schon jetzt unabhängig von dieser lustigen Sache, war schon sehr frühzeitig bei mir präsent. Also die Mauer war dadurch auch, dass ja wir auch zu Hause Westfernsehen empfangen konnten. Es gab ja bestimmte Gebiete in der DDR, wo man Westfernsehen nicht empfangen konnte. Da war diese Schizophrenie wahrscheinlich auch nicht ganz so stark. Aber in Ostberlin direkt an der Mauer war das natürlich schon extrem. Man hat doch dort auch versucht, mit Störsendern den Empfang zu blockieren, oder? Ja, stimmt. Ja. Und es gab dann auch einige Wagen der Volkspolizei, die rumgefahren sind, geguckt haben, in welche Richtung die Antennen stehen. Und das hat aber trotzdem, das haben sie aber nicht in den Griff bekommen. Also Westfernsehen war, man durfte darüber nicht reden. In der Schule durfte keiner was erzählen, aber alle haben es geguckt. So war es im Endeffekt. Ja. Okay, Kindalter, jetzt gehen wir mal in die Jugend. Also ich sag mal bis 20. Hat sich da schon was geändert? Hat sich da schon deine Einstellung? Oder wie war dann da gerade in, wir hatten letzte Woche das Thema, das rebellische Alter. Gerade im rebellischen Alter, wie standst du zu dem Zeitpunkt zum System, zum in den Westen gucken, aber nicht hin dürfen? Wie warst du selber, mal unabhängig davon, was du äußern durftest oder geäußert hast, wie standst du zu dem Zeitpunkt dazu, zur Thematik? Bei der Frage würde ich gerne noch was ergänzen. Das, was Ade sagt, und ab welchem Zeitpunkt ist dir eigentlich bewusst aufgefallen, hier ist irgendwas ein bisschen komisch vielleicht. Vielleicht auch einfach anders, wie es wahrscheinlich im Westen ist. Oder wann hast du gemerkt, irgendwas ist hier vielleicht auch nicht ganz fair oder nicht ganz richtig? Also das habe ich schon relativ früh gemerkt, im Kindesalter eigentlich schon, eben diese Möglichkeit, dass die Verwandten mich besuchen konnten und ich durfte nie dorthin fahren. Das war eine Sache, die ich da schon von Anfang an in Frage gestellt habe, wo ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich eingemauert hier lebe und da nicht hinfahren kann. Alle anderen dürfen, nur ich darf es nicht. Also da kam dann auch so ein Gefühl auf, Mensch zweiter Klasse zu sein. Ich komme aus einem relativ guten Elternhaus, also wir konnten uns leisten, Reisen zu machen, auch nach Bulgarien, also natürlich sozialistischer Ausland, weiter ging ja nicht. Ja. Und da hatten wir dann auch zum Beispiel eine Bekanntschaft, das waren dann Westdeutsche, und die wollten uns einladen ins Hotel und wir durften nicht mit, weil wir eben diesen DDR-Personalausweis hatten und keinen BRD-Pass hatten. Und da war Eintritt eben für Ostdeutsche verboten. Und da dachte ich so, Mensch, zweiter Klasse, möchte ich nicht bleiben. Und vor allem diese Reise, Freiheit, diese Lust irgendwie raus zu können und auch exotische Länder sehen zu können. Also dieser Wunsch kam bei mir sehr, sehr frühzeitig auf. Stand das am Hotel dran? Sorry, stand das? Nee, das stand nicht dran. Es gab Kontrollen. Es gab unten einen Portier, der kontrolliert hat. Okay. Das war in der Sowjetunion, in der damaligen Sowjetunion, im Cemchulina in Sochi. Also bei Sochi. Das sind dann so bestimmte Erlebnisse, die natürlich dann sich bei mir eingebrannt haben, wo ich gedacht habe, also hier möchte ich auf jeden Fall nicht bleiben. Ich möchte frei sein, ich möchte reisen können. Und da war ich so 12, 13 ungefähr. Okay, 12, 13 sind wir jetzt, okay. Warst du im Alter bis 20, warst du dann schon irgendwo für dich gefestigt aktiv, dass du sagst, ey, ich möchte das nicht nur nicht, sondern ich möchte das ändern? Egal ob für dich oder für eine breite Masse, warst du dann da schon bis 20 aktiv?
Bloß ja. kurz, damit ich den für euch da draußen den Zeitstrahl ein bisschen abhole. 65 geboren. Okay. Bis 20 ist sie quasi erstmal 85 maxi. Bis 85 ist sie dann maximal 20. Genau. Also ich hatte dann mit 20, ich glaube 19 oder 20 war, das kann ich jetzt gar nicht mal mehr genau sagen, war ich dann am Theater. Also ich hatte meine Ausbildung an der Ballettschule in Dresden beendet, war dann in Frankfurt-Oder am Theater und dann habe ich einen Ausreiseantrag gestellt. Der lief dann ungefähr auch 2,5 Jahre, bis es zur Flucht kam. Also die Idee war schon sehr frühzeitig da. Dazu kommt auch noch, dass meine Mutter 1985, als ich 20 war, ausgereist ist nach Schweden und in Schweden geheiratet hat. Ich konnte, also sie hatte den Ausreiseantrag schon länger zu laufen, aber ich konnte da nicht mitreisen, weil ich immer auch volljährig war. Okay, hast du den Beruf, beziehungsweise das Thema Ballett bewusst gewählt, weil du für dich vielleicht dachtest, das Thema Kunst öffnet mir mehr die Türen, den Ostteil Deutschlands verlassen zu können? Nee, das ist, glaube ich, mehr in meiner Kindheit schon von Seiten meiner Mutter gesteuert worden. Ah, okay. Also meine Mutter war sozusagen Künstlerin und wollte eigentlich auch, dass aus ihrer Tochter eine Künstlerin wird. Also das ist von zu Hause eigentlich von den Eltern, also nicht von meinem Vater, von meiner Vaterseite nicht, aber von meiner Muttersseite sehr unterstützt worden. Ah, okay. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, weil es sind ja viele Personen auch in Kunst oder Sport ja. irgendwo im Ausland dann geflohen, die sich abgesetzt haben. Live mitbekommen habe ich das natürlich nicht, da war ich noch recht klein, aber ich hatte auch danach immer noch mal mitbekommen, wenn ein Boxer aus Kuba vor 15, 20 Jahren irgendwo halt in den USA von seinem Betreuerteam sich entfernt hat und dann war es das. Und das ist natürlich eine gute Chance, die sich, also legitim, das hätte ich mir auch gefragt, ob das quasi der Fluchtplan schon war. Nee, es war noch nicht der Fluchtplan. Die Sache ist auch, es war sehr, sehr schwierig, überhaupt erstmal in diese Situation zu kommen, als Boxer nach Kuba zu kommen. Also erstmal musste natürlich die Leistung gebracht werden. Und dann musste natürlich auch ein einwandfreies Familienverhältnis da sein. Also zum Beispiel viele, die Westverwandtschaft hatten, durften gar nicht ausreisen. Also die sind gar nicht für diese Reisen zugelassen worden. Die haben ja nicht nur dich gescannt, sondern auch dein komplettes Umfeld. Hä? Ganz genau, ganz genau. Also war ja dann auch eine regelrechte Sippenverfolgung. Wenn einer irgendwie geflüchtet ist, dann ist ja auch die restliche Familie danach schikaniert worden. Also das war eine sehr unschöne Sache. Und eine Grundvoraussetzung war wahrscheinlich dann auch irgendwie eine einwandfreie Parteizugehörigkeit, wahrscheinlich? Das auch, ja. Also ohne das, man hat ja immer von den Diplomaten jetzt, weil wir gerade beim Sport sind, in Trainingsanzügen geredet und die mussten natürlich eine sozusagen weiße Weste haben, also keine Westkontakte und parteizugehörig und auf jeden Fall absolut prosozialistisch sein. Mhm. Warst du in einer Partei, wenigstens zum Schein? Oder? Nein, nie. Okay. Und war in deinem sozialen Umfeld, Familie, Freunde, Verwandte, waren da Personen, die irgendwie eine Funktionärstätigkeit ausgeübt haben oder sehr engagiert waren oder vielleicht sogar, weil man wusste das ja im Zweifel erst später, als informeller Mitarbeiter irgendwie tätig war, wo dann die Enttäuschung und der Schock dann vielleicht später irgendwann gekommen ist oder auch nicht. Also gab es da Personen im direkten Umfeld oder? Direkt mit Leuten, die jetzt parteizugehörig waren, hatte ich nicht so viel zu tun. Wir waren natürlich auch so ein bisschen kleines Inselvolk am Theater. Viele, die hatten Ausreiseanträge zu laufen. Viele waren eben auch gegen das System, Künstlerszene. Und ich habe aber einen guten Freund, wo ich dann später erfahren habe, also er hat mir dann später selber gesagt, dass er eben für die Staatssicherheit gearbeitet hat, als informeller Mitarbeiter. Nun muss ich dazu sagen, dieses Thema ist ein bisschen kompliziert, weil es gab viele informelle Mitarbeiter, die haben dafür gearbeitet, weil sie auch gezwungen wurden. Also dieser Freund von mir zum Beispiel, der hatte Autounfall verursacht, dabei ist jemand zu Tode gekommen und ist daraufhin ins Gefängnis gekommen. Und im Gefängnis haben sie dann gesagt, okay, du hast zwei Möglichkeiten, du kommst raus und du arbeitest jetzt für uns oder du bleibst im Gefängnis. Und die Zustände waren dort sehr, sehr schlimm und da hat er gesagt, okay, dann versuche ich für sie zu arbeiten. Er hat mir aber auch immer gesagt, er wurde dann später auf mich angesetzt und hat immer gesagt, er hat versucht natürlich mich so weit zu schützen, dass er keine Informationen rausgegeben hat, die ich schon hatte. Also es war nicht alles schlechte Menschen, es gab eben auch sehr viel. Ja, das auf jeden Fall. Und sehr viel, also ich will sie nicht verteidigen, auf keinen Fall, weil ich war dagegen und ich hätte mich dafür nie einspannen lassen, aber es gab eben auch Umstände, die haben die Sache verständlich gemacht. Kurze Frage, wir sind noch im Zeitstrahl 10 bis 20 bei dir. Mhm.
Hast du gerade eine schöne Anekdote aus der Zeit für dich und eine vielleicht keine schöne Erfahrung oder eine unschöne Anekdote aus der Zeit? 10 bis 20. Oh, jetzt muss ich direkt mal überlegen. Ja, die schöne Anekdote war, als ich dann an der Ballettschule angenommen wurde. Man muss sich vorstellen, wurden unter 3.000 bis 4.000 Leuten, sind dann nachher nur 10 ausgesucht worden und dann war ich dabei. Das war eine sehr, sehr schöne Sache, also ein ganz wichtiger Punkt für mich, wo ich dann auch mich zu dem stellen konnte, was ich unbedingt gerne als Beruf machen wollte. Und das, ja, Unschöne war dann eben, dass auf der Liste zum Beispiel stand, als allererstes, welche Bücher über Marxismus-Leninismus ich mitbringen musste. Aber wenn du da angenommen wurdest, hieß das ja, dass du zumindest zu dem Zeitpunkt und auch dein familiäres Umfeld nicht als sonderlich kritisch vom System angesehen wurde. Nicht also System ihr seid nicht aufgefallen. Dein Freund, der IM war, der hat sicherlich auch einen großen Spagat hinlegen müssen, weil er ja auch bei, wenn er über jemanden berichtet, auch realistisch bleiben muss. Das bringt ja nichts, also jemanden komplett als System zugewandt darzustellen und man kriegt ohne Probleme raus, dass das nicht der Fall sein kann. Also ist auch viel Fingerspitzengefühl gefragt gewesen da. Ja, also die EM-Geschichte kam danach, muss ich dazu sagen. Also ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht auffällig, das war eben Ballettschule angenommen, ich war 15 und meine Mutter hatte zu der Zeit auch noch nicht diese Verbindung mit dem Mann aus Schweden, also der Ausreiseantrag, den hat sie dann erst ein bisschen später gestellt. Okay. Also zu dem Zeitpunkt war das alles noch relativ okay. Die Westverwandtschaft war in dem Moment nicht so dramatisch, aber wir waren nicht auffällig im System zu dem Zeitpunkt, ja. Okay. Pioniere hätte ich noch mal kurz wissen, weil das würde mich mal interessieren. Pioniere, also wie sind die Pioniere, ja. Jungpioniere, war das warst du da drin oder ich, keine Ahnung, konnte man das? Also in diesen Organisationen war ich überall drin. Das war praktisch, wenn man jetzt nicht in der Kirche war, also wenn man jetzt keine katholische Erziehung genossen hat oder evangelische oder was auch immer, also keine religiöse, dann waren sozusagen alle in den Jungpionieren drin. Also da wurden wir gar nicht gefragt. Da wurde dann einen Nachmittag festgestellt, so morgen ist die Aufnahme für die Jungpioniere, das war dann eine große Feier, da waren wir auch alle, also da war ich auch zu Anfang noch ganz stolz drauf, das fand ich ganz toll. Und automatisch ging das dann über in die Thälmann-Pioniere ab einem gewissen Alter und dann kam eben die FDJ, was lustigerweise Freie Deutsche Jugend heißt. Betonung liegt auf Freie. Freie, ja. Also das war so im System integriert, da fern zu bleiben, war eigentlich aussichtslos. Okay. Ging ja gar nicht anders eigentlich. Ja, genau. Weil sonst warst du direkt im System als Systemuntreuer. Ja, und ich meine, dazu kam natürlich ja auch der Druck, die Eltern wollten ja auch, dass ihre Kinder vielleicht irgendwann studieren können. Und wenn sie nicht wirklich die religiöse Richtung verfolgt haben, haben sie dann eben auch gesagt, auch wenn sie nicht dahinter standen, hinter den Ideen, aber wir machen es, weil dann eben wir den Kindern auch nicht die Zukunft verbauen. Und als Kind habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also Jungpionier war einfach, gehörte zum Unterricht irgendwie dazu. Das war für mich zu dem Zeitpunkt noch gar keine Frage. Mach dir mal gerade weiter, ich mach gerade was Organisatorisches schnell. Ja, ich habe gerade gesehen, du hast jemanden gesperrt. Ich habe... Nee, nur einen Kommentar, oder? Oder komplett gehört? Ja, auch die komplette Person. Aber macht euch mal weiter. Alles klar, dann sind wir, pass auf, gehen wir in Zeitstrahl jetzt mal bloß in 5 Jahren weiter. Dann wird es wahrscheinlich in die heiße Phase gehen. Wir gehen mal 5 Jahre quasi für dich bis 85. Mhm. Wenn du sagst, 87 seid ihr geflohen, gehen wir jetzt mal von 5 bis 85. Also bin ich geflohen. Ja, oder so, ja. Gehen wir bis 85, das heißt, das ist bei dir das Alter gewesen, 20 bis 25. Mhm. Erzähl mal, wo warst du da? Du sagtest vorhin, studiert also Ballett in Dresden, dann Frankfurt-Oder. Das war mein erstes Engagement am Theater. Da war ich dann als Tänzerin am Theater und in der Zeit habe ich dann auch meinen Ausreiseantrag gestellt und wollte dann einfach neu anfangen im freien Teil Deutschlands. Und und der Ausreiseantrag, der lief über 2,5 Jahre und ist nicht genehmigt worden. Und ja, dann habe ich mich entschlossen, mit guten Freunden aus Westdeutschland, die mir dann auch geholfen haben, die habe ich damals in Ungarn kennengelernt, dass ich dann flüchten werde.
Okay, das ist quasi passiert, den Antrag hast du gestellt mit 24? Nee, mit 24 war ich ja schon in Westdeutschland. Ich bin 65 geboren, 75, 85. 85 war ich 20 und 87 bin ich geflüchtet. Also ich war 21, als ich geflüchtet bin. Ah, okay. Und diese Praxis mit den Ausreiseanträgen, da habe ich jetzt, ist mir jetzt, ich weiß, habe das schon mal gehört, aber ich weiß natürlich nicht mehr abrufbar, was musste man dafür erfüllen und warum wurde sowas überhaupt stattgegeben? Das wäre, ist doch eigentlich ja in dem Sinne kontraproduktiv gewesen. Oder wie kam man dazu? Also was musste man machen, um sowas bewilligt zu bekommen? Da konnte man gar nichts machen. Also man hatte die Möglichkeit, den Antrag zu stellen. Der wurde dann natürlich bei Ministerium des Inneren weitergeleitet. Und und dann ging eine lange Wartezeit los. Und diese Anträge wurden auch ganz willkürlich ausgesucht, wer gehen durfte und wer nicht. Da gab es kein System dahinter. In bestimmten Gebieten durften mehr Leute gehen, wie zum Beispiel Jena, was eben eine Studentenstadt war. Da war man natürlich dann teilweise sogar froh, einige dieser ganzen aufrührerischen Leute loszuwerden. Aber man konnte da überhaupt nichts beeinflussen. Den Antrag habe ich gestellt, abgegeben und dann ging es einfach darum zu warten. Dann wurde immer wieder mal vorgeladen auf Abteilung Inneres. Natürlich jedes Mal mit der Hoffnung, diesmal bekomme ich den Ausreiseantrag bewilligt und das ist nie passiert bei mir. Und da wurden natürlich auch sehr viele psychische Spielchen gespielt, um die Leute dazu zu bringen, den Ausreiseantrag wieder zurückzunehmen. Also ist man da davon ausgegangen, dass die Person irgendwie wieder zurückkommt oder wusste man, dass das ja ein Abschied auf Dauer ist? Man wusste, dass es ein Abschied auf Dauer ist. Das war klar. Also Ausreiseantrag einmal gestellt, hat man keine Einreise mehr in die DDR bekommen danach. Also das war wirklich klar, dass es ein Gehen für immer ist. Und ja, das Problem war natürlich, sie hatten dann, also das habe ich dann später aus meinen Akten auch, also in meinen Akten nachlesen können, dass sie dann versucht haben, gab es dann so ein Hauptfeldwebel oder was weiß ich, was das war, da so ein Hauptmann, der wurde darauf angesetzt, das nannte sich dann Zurückgewinnung. Also Rückgewinnung. Und der wurde darauf speziell angesetzt, mich davon zu überzeugen, dass ich in der DDR bleibe. Wie beim Mobilfunkanbieter. Ja, so ähnlich. Also haben wir ihre Mitgliedschaft gekündigt. Da müssen wir nochmal drüber reden. Also ist die können Ihnen das sicherlich einen besseren Tarif bieten. Das ist mit auch die letzte Instanz, die kann die besten Angebote machen quasi. Ich wollte gerade sagen, aber mit dem Unterschied, dass es dann wahrscheinlich nicht ganz so soft abgelaufen ist wie bei euch. Okay. Ja, das in jedem Fall. Und die Konditionen haben sich nicht verbessert, wahrscheinlich für dich. Nee, das auch nicht. Oh Mann. Und bei euch auch nicht, nee. Ich hätte auch noch mal eine Frage, jetzt ein bisschen tatsächlich sogar aus der Chronologie gelöst, sondern so eigentlich im Allgemeinen, wenn du so an deinen Alltag zurückdenkst, im Alter 17 bis 20 irgendwo, dass dieses Gesicht der Staatssicherheit, war die in deiner Wahrnehmung irgendwie, das Gesicht, war das irgendwie allgegenwärtig? Also hast du das... War das dauernd ein Thema, 24/7, oder ist das immer mal wieder nur mal aufgeploppt irgendwie? Oder hat man das immer im Hinterkopf gehabt? Der Nachbar ist vielleicht jemand, der irgendwie bespitzeln könnte oder irgendwie sowas. Also war da so eine Unsicherheit, dass du dich dauernd beobachtet gefühlt hast irgendwie? Beobachtet gefühlt schon. Ich wusste auch, dass da mehrere Leute auf mich irgendwie angesetzt waren. Und das Thema war ganz präsent, die 2,5 Jahre, die ich den Ausreiseantrag zu laufen hatte, weil ich, ja, das führt jetzt vielleicht auch zu weit. Ich war davor, hatte ich schon einen Versuch gestartet, um offiziell ausreisen zu können und habe einen Freund von mir geheiratet, der in der Botschaft war, 85. Mhm. Und wie gesagt, aber die ganze private Sache hat sich dann eine ganz schreckliche Geschichte entwickelt. Er hat dann geschlagen und war wirklich gewalttätig. Dann habe ich diese Ehe noch in der DDR gelöst, weil das hätte sonst nicht funktioniert. Und somit habe ich diesen Status, den ich sonst gehabt hätte, mit ihm als Botschaftsflüchtling, der erste Verwandte in dem Sinne, also jetzt Kinder oder auch Ehepartner durften mit ausreisen, habe ich dadurch verwirkt. Aber es hätte nicht funktioniert. Und da war die Staatssicherheit dann sehr interessiert an mir und die wollten unbedingt, dass ich bleibe und ich hatte dann wirklich fast alle 2 Tage ein Verhör auf Abteilung Inneres. Ich kam dann da mit richtig blöden psychologischen Spielchen, also das... Alle 2 Tage? Ja. Das ist ja stressig. Zwischen Probe, so unter dem Motto zwischen Probe und Vorstellung ging es dann zwischendurch mal kurz zur Abteilung Inneres, um da mich mal wieder belehren zu lassen, wie schön es doch in der DDR ist.
in dem Kontext, was jetzt alles Negatives in der DDR wahrnehmbar war für dich, hat der Legolasi89 eine gute Frage gebracht, denn er fragt, was hast du denn schön in der DDR gefunden? Er hat geschrieben, also, liebe Kerstin, was hast du denn schön in der DDR gefunden? Ja, stimmt, liebe Kerstin, was hast du denn schön in der DDR gefunden? Also was gibt es irgendwas für dich, was du vermisst oder was für dich eine schöne Erinnerung war in der DDR, jetzt abgesehen von deiner Familie oder so, sondern was die DDR an sich angeht? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, die Fragen, die ihr jetzt auch gestellt habt, waren natürlich ja auch so mehr in diese Richtung, klar, was nicht so toll war. Ne? Ja. Zum Beispiel, was ganz toll war, die Leute waren sehr kreativ. Dadurch, dass eben viele Produkte nicht da waren oder dass man auch mit Geld nichts kaufen konnte, Geld war kein Thema. Und das fand ich zum Beispiel ganz toll. Also man hat sich auch, es gab auch diese Solidarität untereinander, dass wir uns gegenseitig geholfen haben. Ich habe mit meinen Freunden, gerade da in dem Künstlerkreis, tolle Gespräche gehabt, wo es nicht um irgendwelche materiellen Dinge ging, die sich dann im Westen auch wiederum geändert haben. Also es gab schon viele schöne Sachen. Die Ausbildung war sehr, sehr gut. Es war wirklich eine fundierte Ausbildung. Auch die Schulausbildung war, also die Schulbildung war gut und da gab es schon auch positive Dinge, ohne Frage. Und die Dankbarkeit für viele Sachen, ein bewusstes Leben auch für die schönen Dinge zu entwickeln, die war, glaube ich, in der DDR durch die Mangelwirtschaft sogar gegeben, weil wir waren für vieles ganz anders dankbar und haben uns gefreut und andere Ziele gesetzt. Also das hatte seine Vorteile, auch materiell nicht so zugeschüttet zu sein. Menschliche Beziehungen haben da eben auch einen ganz anderen Wert gehabt. Das hatte auch was Positives, ohne Frage. Glaube ich dir direkt, ja. Das glaube ich auch sehr gerne. Ich würde das... das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich mir gerne mehr wieder wünschen würde, dieses mehr Solidarität untereinander. Heute weiß ja jeder, der in einer Wohnung wohnt, weiß wahrscheinlich nicht mal den Namen seines Ober- und Untermieters in der Wohnung. Ja, ja. Da fängt schon an, da sind wir unter Anonymität, nicht unter Solidarität. Ja, das stimmt. Also das so Nachbarschaftshilfe, ich kenne die. Weil ich bin auf dem Land ja groß geworden. Und, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied heute zwischen Stadt- und Landleben. Ja. Aber ja. Hier, als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, da war es, also es war aber auch kein gutes Umfeld, sage ich mal. Da war es schon das Höchste, wenn man irgendwie Hallo irgendjemand gesagt hat. Du warst froh, dass es geschossen wurde quasi. Da wurde ja geschossen auch. Aber halt nur einmal in der ganzen Zeit, wo ich da war. Also sagen wir mal so, ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, mit dem ich heute auch noch befreundet bin und wir kennen uns aus diesen alten Theaterzeiten und wir stellen oftmals fest, in der Zeit der DDR haben wir uns einfach über kreative Dinge unterhalten und viele solche Sachen zu bequatschen gehabt und plötzlich im Westen, als wir beide dann im Westen waren, haben wir uns überlegt, wie machen wir unsere erste Million? Plötzlich war Geld ein Thema. Und das war in der DDR eben gar kein Thema, was auch seine positiven Dinge hatte, absolut. Also wie gesagt, gute Freunde waren dann eben wirklich Freunde fürs Leben. Und das hatte auch positive Sachen, ohne Frage, ja. Das glaube ich sehr, sehr gerne. Das glaube ich, das höre ich tatsächlich, wie gesagt, ich bin, um das nochmal für euch da draußen und für dich nochmal, ich bin 89 geboren, das heißt, ich habe die Zeit gar nicht aktiv mitbekommen. Ich bin kurz nach dem Mauerfall, ich war quasi schon auf diesem Erdenrund, als die Mauer gefallen ist, aber im Bauch meiner Mutter. Das heißt aber, ich habe es quasi nicht erkannt. Also alles nur sehr schallgedämpft halt wahrgenommen. Ja, genau. Das ist wie besoffen, aber sehr, sehr lange. Ja. Da haben wir aber auch eine schöne Gemeinsamkeit, weil ich bin zwar 65 schon geboren, aber ich bin laut meiner Geburtsurkunde in Berlin-Mitte geboren. Was war Berlin-Mitte? Das hat sich natürlich als Stadtbezirk die DDR einverleibt. Ihr gehörte auch Berlin-Mitte und da bin ich zum Beispiel geboren. Da habe ich mich dann immer gefragt, war es auf der Mauer? Also eine ähnliche Sache. Okay. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat von die Doni fragt, Impfen in der DDR war doch Pflicht oder täusche ich mich? Ich weiß nicht viel darüber, aber das blieb in meinem Kopf hängen. War also Impfen war Pflicht? Ja, es war Pflicht und es war auch zum Beispiel Pflicht, da kam auch in die Schule der Zahnarzt und da wurden dann Amalgamplomben eingesetzt. Da konnte man auch nicht sagen, ob man die haben möchte oder nicht. Also das war schon, hatte alles seine guten und seine schlechten Seiten. Die guten Seiten, dass natürlich das Gesundheitssystem von allen wahrgenommen werden musste. Und jetzt, wer sich das zum Beispiel nicht leisten konnte, nicht dabei war, das gab es nicht. Also das war dann eben auch so. Aber Impfen war Pflicht, ja, das stimmt. Okay.
Bevor ich kurz von Specki den Kommentar vorlese, möchte ich ganz kurz, DJ Henry schreibt gerade, die DDR war schon gut. Das soziale System, Schulen, Kindergärten, um Längen besser als heute. Das ist tatsächlich was ich oft höre. Ich sage jetzt mal, ohne dass, also gar kein negativer Einschlag, das höre ich oft von den Alten. Stimmt, ja. Natürlich aber auch im gleichen Anzug die Freiheit der Kreativität, die Freiheit des Solidarischen, was wir hatten, gerade weil es so war, wie es war, war anders als heute und war besser als heute, aber man hatte trotzdem immer diese Beklemmung in dieser, in Anführungsstrichen, Freiheit, dass der eine Nachbar vielleicht doch Funktionär ist und mich und so dieses, aber dieses, es war damals besser, gerade Bildung, Schule, Soziales. Ja, wenn ich dazu nur einwerfen kann, das war auf jeden Fall besser, weil es natürlich auch die Chance gab, dass zum Beispiel wir, auch mein Vater, Leute studieren konnten, die eben jetzt nicht aus irgendwelchen intellektuellen Familien kamen, sondern die aus einfachen Arbeiterfamilien kamen, die hatten die Möglichkeit zu studieren. Also das war vom System her toll gemacht. Und die Ausbildung für alle, flächendeckende Ausbildung und eben auch auf einem relativ hohen Niveau, würde ich mal sagen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass es immer auch irgendwo eine politische Bildung dabei gab. Also man hat schon versucht, im Kindergarten die Kinder auch in diese sozialistische Persönlichkeit zu bringen. Und das war vielleicht, was ich als nicht so positiv empfinden würde. Aber das gesamte System als solches, von der Anlage her, von der Idee her, war eigentlich gut, ja, ohne Frage. Nur die politische Beeinflussung, die war natürlich auch immer dabei. Und die darf man auch nicht vergessen. Ja. Von der Idee her gut, aber hat ja nicht funktioniert. Ja, weil es eben dann doch eine Diktatur war. Exakt. Hätte auch nicht funktioniert. Also kann ja, also es kann ja gar nicht funktionieren. Also nie lange. Kerstin, was, also die einen lassen sich, glaube ich, länger unterdrücken. Einsperren, einschränken und die anderen halt kürzer. Ich muss dazu auch sagen, weil es jetzt auch um die positiven Dinge der DDR geht. Mhm. In der Gründungszeit der DDR sind ja sogar viele aus Westdeutschland in die DDR gegangen, um einfach ein neues System aufzubauen. Die Idee war ja wirklich gut. Und die Möglichkeit, dass die Menschen nach ihren Bedürfnissen leben, dass eben wirklich dieser Konkurrenzkampf ein bisschen abgeschafft wird, dass Geld nicht mehr die Rolle Nummer eins spielt, materielle Dinge nicht das Allerwichtigste sind, sondern eben gemeinsam an einem Sozialismus gebaut wird. Das war ja von der Idee her eine tolle Sache. Nur was dann eben die Regierenden daraus gemacht haben, die dann in ihrem Wandlitz, also das war praktisch das Regierungsviertel, gelebt haben, wo sie Geschäfte hatten, die natürlich mit westlicher Ware beliefert wurden und ihre Einkäufer hatten, die dann nach West-Berlin gefahren sind, um für sie einzukaufen und gar nicht mehr gesehen haben, wie die Bevölkerung eigentlich lebt. Da ist ja dann das ganze System torpediert worden von den eigenen Leuten, von den eigenen Regierungsleuten. Aber die Grundidee war schon toll und da haben ja, sind ja auch viele wirklich aus Überzeugung, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja auch alles wirklich eine schreckliche Zeit, hingegangen, um zu sagen, ja, wir wollen jetzt wirklich ein neues System bauen. Das war schon von der Anlage, wie gesagt, auch wieder gut, aber wie es dann in der Realität aussah, hatte mit der Uridee oder mit der Grundidee dann leider nicht mehr viel zu tun. Morte schreibt, ich würde oder ich wäre, keine Ahnung, also er schreibt jetzt nur, ich würde in die DDR auswandern. Okay. Hört man öfter. Deswegen, also bewusst einmal bloß in den Raum geworfen, ja, dass wir den Chat ein bisschen mitbekommen. Okay. Jetzt möchte ich ganz, oder antworte kurz noch dazu. Ja, sorry. In die DDR auswandern, wenn wir die DDR so hätten, wie sie früher war oder so wie sie heute ist. Wie sie früher war, gehe ich mal davon aus. Gehe ich von aus, ja. Sie existiert also, ja nicht mehr. Also. Ja. Genau, ja. Also ich weiß nicht, ob du es in Spanien mitgekriegt hast. Man hat ja immer noch diesen Unterschied zwischen Ost und West. Ich habe schon mitbekommen. Ich glaube auch oft, dass diesen Spruch hört man ja oft, ich würde in die DDR auswandern. Ich frage mich halt immer, ob das nicht einfach super leicht mal so gesagt ist, wenn man das nicht erlebt hat, was zum Beispiel du da erlebt hast. Ne? Das ist halt immer die Sache. Es klingt also, dann vielleicht... Gut, dann wir können ja da ein paar Sachen in den Raum werfen. Ich wandere in die DDR aus. Ich darf meine Mutter, die im Westen lebt, nicht mehr sehen. Ich darf mich nur in einem bestimmten Umfeld bewegen, also ich darf dann auch nicht mehr nochmal nach Frankreich oder ans Mittelmeer fahren, auch nicht nach Mallorca fahren. Wenn das derjenige dann in Kauf nimmt, okay, dann würde ich auch nochmal in die DDR auswandern. Also ich würde es nicht tun. Also für den CO2-Fußabdruck ist das gut. Das stimmt. Ich würde es auch nicht. Ich muss dir dabei pflichten.
denke, ich würde wird dieses... Moment, da muss ich jetzt mal kurz einen Einwurf machen. Für den CO2-Fußabdruck wäre das gut? Die DDR hatte nicht viele Reisen. Ich meine, dass nicht viele Reisen. Okay, ja, das war ein Scherz von alle. Nee, so gesehen hast du recht, aber ich meine, der Trabant als Zweitakter war da bestimmt kein guter Fußabdruck. Ich meinte, dass viele Reisen von, wenn klar, ich mich mit... das stimmt, ja. Mit der Spree und dem Scharmützelsee und sowas zufrieden gebe, alles gut, dann ist der CO2-Fußabdruck kleiner, als wenn ich ans Mittelmeer nach Frankreich reisen würde, wie du gerade sagst. Da gebe ich dir recht, ja, das stimmt. Daraufhin war das jetzt bezogen. Okay. Aber wie gesagt, in der DDR-Zeit wurde ja auf Umwelt keine Rücksicht genommen, das wollte ich nur noch mal damit sagen. Ja, ja. Also da war ja wirklich Trabant und man hat ja auch danach mitbekommen, wie die Elbe verschmutzt war und alles. Ja, dann sind ja viele Sachen erstmal aufgedeckt worden und ich weiß nicht, ihr habt die Zeit nicht mehr miterlebt, Waldsterben und so weiter, da kam ja auch vieles aus DDR-Richtungen. Bitterfeld zum Beispiel ist auch so ein Gebiet gewesen, wo eben ganz brutal die Natur zerstört worden ist. Jetzt will ich mal kurz aufgrund eines Kommentars hier und mit deinem letzten Gesprochenen eine kurze Frage in die Runde schmeißen. Erstmal will ich kurz zitieren, DJ Henry sagt, eins ist Fakt, wenn man nicht gegen den Staat geschossen hat, dann wurde man auch in Ruhe gelassen und die Grundversorgung war gesichert. Im gleichen Anzug würde ich euch beide jetzt mal fragen, Henry und Patrick. Würdet ihr in die DDR auswandern? Nee. Also zum einen, die Grundversorgung, denke ich, je nachdem, wie man sie definiert, ist zum einen in unserem System der sozialen Marktwirtschaft, auch wenn sich es immer gerade wahrgenommen in den letzten Jahren etwas weiter verschiebt, auch gewährleistet. Und ich denke, dass Sozialismus und Kommunismus vom Grundgedanken her ja eine gute Idee ist, aber der wird immer am Individualismus und Egoismus der da kontrollierenden Schicht oder des da kontrollierenden Personenkreises irgendwo scheitern. Von daher, also sowas lässt sich vielleicht nur, wenn du irgendwo weit im Gebirge in einer Kommune oder so lebst, umsetzen, aber nicht als großes System, denke ich. Und dafür ist der Mensch. Da funktioniert's. Ja, wahrscheinlich nicht, aber dafür, das im Großen anzulegen, denke ich, dafür ist der Mensch in seinem Wesen nicht ausgelegt. Ich finde auch den Grundgedanken irgendwie charmant, weg von diesem ganzen Materialismus und so. Mir gefällt das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du halt im Westen aufgewachsen bist und versuchst, dich jetzt in das Thema reinzudenken, dann muss ich schon sagen, so Themen wie Selbstentfaltung und Individualismus, schwierig. Ist ja wenigstens schwierig gewesen. Und ich glaube, das wäre was mir heute wahrscheinlich stark in die Parade fahren würde. Auch wenn ich es wirklich begrüßen würde, wenn es so mal ein bisschen wieder um die essentiellen Dinge gehen würden. Also außerhalb von Materialismus und, keine Ahnung, Konsum, würde mir gut gefallen. Plüschbuhle, TTETV, vielen Dank für deinen Host mit 11 Followern. Herzlich willkommen. Ja. Willkommen auf dem Kutter. Ja. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich würde auch nicht, ich will das auch nochmal auffassen. Ich finde den Gedanken, du sagst, du beschreibst mit dem Begriff Schaumann. Ja. Ich finde ihn sehr romantisch. Aber würde genauso argumentieren, wie es Hendrik sagte, das Thema kann einfach nicht funktionieren. Also gibt es ja auch viel Literatur zu dem, ich sage, das ja jetzt, was ich jetzt beschreiben will, ist glaube ich eher diese ganzen kommunistischen Projekte. Jeder hat das Gleiche und jeder hat gleich wenig, gleich viel und da gibt es ja schöne Ideen und Experimente, die gemacht wurden. Selbst wenn wir sind drei Mann in der Familie, du auch und du auch, wir haben alle drei Stühle, einen Tisch, drei Betten und jeder kriegt das gleiche zu essen am Abend, dann willst du definitiv morgen den vierten Stuhl haben, weil du beim Essen vielleicht auch mal deine Füße hochstellen willst oder hochlegen möchtest. Und genau daran scheitert es, und zwar am Individualismus und am Egoismus, am Mensch selber. Das ist das, was Hendrik sagte. Genau, wir sind das Problem, dass dieser romantische Gedanke nicht funktionieren kann. Das habe ich für mich auch so in diesem ganzen Studium des Marxismus-Leninismus verstanden. Wenn wir alle Menschen von der Stange wären und alle die gleichen Bedürfnisse hätten, würde das System fantastisch funktionieren. Aber warum funktionieren gerade die Diktaturen nicht? Und gerade die Diktaturen des Sozialismus oder Kommunismus funktionieren nicht, wenn man sich die Diktatoren anguckt.
Weil die Regierenden, die leben alle nicht auf diesem Niveau, dass die Menschen von der Stange sind und die gleichen Bedürfnisse haben wie ihr Nachbar. Im Gegenteil, sie leben auf einem wirklich hohen Niveau wie kleine Könige oder große Könige. Und da ist ja dann schon klar, da liegt der Fehler ja schon im System. Und nochmal zu der Sache mit der Grundversorgung. Also wir haben immer gesagt, Berlin war ja so ein bisschen, also Ostberlin war ja so ein bisschen die Vorzeigehauptstadt der DDR. Da wollte man natürlich auch nach außen hin zeigen, auch dem westlichen Ausland zeigen, wie toll es in diesem Staat ist. Aber für Berlin gab es immer den Zuckerkuchen, sagte man, das war so ein Spruch, und den Rest der Republik, da gab es Pustekuchen. Und Grundversorgung bedeutete, dass zum Beispiel meine Oma, die lebte auf dem Land, ein bisschen außerhalb Berlins, also da mussten wir dann auch mal ein Vollkornbrot oder auch mal Toilettenpapier mitbringen oder auch mal eine Seife mitbringen, weil sie das dort nicht bekommen haben. Also ich glaube, es ist auch ganz schwierig, sich vorzustellen, mit wie wenig Grundversorgung im Grunde genommen die Leute da in der DDR auch teilweise leben mussten. Speziell, wenn sie eben nicht in Berlin oder in den größeren Städten gelebt haben. Definitiv. Und die Mangelwirtschaft war ja nicht nur, ging ja nicht nur um Nahrung, ging ja auch um Baumittel, Baustoffe. Ja, also ganz normal. Alles. Ich bloß mal ein Beispiel oder eine Anekdote von meiner Oma und Opa. Du hattest vorhin gesagt, diese Teile am Trabi, wenn was kaputt war, war was kaputt und dann hattest du echt ein Problem. Ja, zum Beispiel, entweder du klaust es dir irgendwo zurück. Ja, das war tatsächlich so. Also ich komme aus dem ländlicheren Raum für dich erstmal. Okay. Und meine Familie, meine ganze Sippe, sage ich mal, wir sind alle hier aus der Ecke. Wir haben sehr viel geklaut, das hat Ado schon immer erzählt, deswegen ging es dir gut. Das ist nicht korrekt. Nein, aber das war tatsächlich so, da hat es ja auch an den Sachen außerhalb der Nahrung gefehlt, wie zum Beispiel Baumittel. Da fing es an mit Pflasterstein, wenn du dir den Hof pflastern wolltest oder irgendwas bauen wolltest. Da wurde mit Materialien gehandelt, tatsächlich. Richtig. Der eine hat Sand aus der Arbeit mitgebracht, jeden Tag sein Fahrrad, seine hohen Fahrradrohre, hat er mit Sand gefüllt, das über Monate, bis er zu Hause einen Kubikmeter Sand hatte, weil der Nachbar hatte für ihn einen Kubikmeter irgendwas anderes und dann haben sie es getauscht. Und so wurde das von Arbeit entwendet. Sand, also im Fahrradrahmen zum Beispiel. Ja, das hat ja schon Walter Ulbricht gesagt, das war der zweite Staatsratsvorsitzende der DDR, der erste Präsident war Wilhelm Pieck, der sagt ja schon, holt aus den Betrieben raus, was ihr nur könnt. Das wurde natürlich dann falsch verstanden. Ja. Ich hätte noch mal eine Frage, bevor wir vielleicht thementechnisch mal uns ein bisschen auf diese Fluchtgeschichte konzentrieren. Ja. Und zwar eine Frage, die ist mir eben gerade gekommen. Die Ausbildung in Dresden war das, ne? Mhm. Genau, die Ausbildung in Dresden. Kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht ein Tick weit so eine sowjetische Strenge in sich hatte? Also ich stelle mir das irgendwie so vor, weil mir fallen auch, ich habe irgendwann mal Dokus gesehen über Olympia, da habe ich DDR-Diskuswerferinnen gesehen. Jeder Türsteher im Westen würde wegrennen vor denen. Das waren richtige Büffel. Richtige Büffel. Ich sag mal, da wurde gut beigefüttert, was auch immer. Aber man hat auch in der Doku gehört, dass die halt auch Unfassbares leisten mussten in den Trainings. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser Schleier über allen Institutionen lag, ausbildungstechnisch, dann kannst du das irgendwie zusammenfassen, wie die Ausbildung, ob die Härte sich da irgendwo niedergeschlagen hat? Ganz kurz dazu, Sport, muss man noch sagen, ist auch was ganz Spezielles da gewesen, aber das, ja. Da wurde ja auch viel Schindluder getrieben. Also ich bin aber... Kerstin, du bist da gewesen. Das ist besser. Ich bin mit 5 Jahren beim Kunst- und Turmspringen gelandet. Und das war schon die Vorstufe des Leistungssportes. Also wir sind dann auch dort vermessen worden, unsere Eltern sind vermessen worden, wie groß wir mal werden, ob es sich lohnt, in diese Person, in dieses Kind zu investieren, ob da bei Olympia mal was bei rauskommen könnte. Und die Trainingsmethoden waren wirklich brutal, die waren wirklich hart. Also mit 6 Jahren dann das erste Mal vom 10-Meter-Brett springen, da wurden hinten die Türen zugeschlossen, wir waren im Trainingslager und wenn ich nicht springen wollte, dann hätte ich da bis zum Abend oben auf diesem Brett gesessen und wäre da nicht runtergekommen. Also die Trainingsmethoden waren wirklich hart. Sonst hätten sie auch nicht geschafft, eben so tolle Sportler zu haben, dass bei Olympia ja die DDR immer einen der ersten 3 Plätze belegt hat. Und
Was ich später herausgefunden habe, was natürlich damals alles unter dem Deckel des Verschlusses war, dass flächendeckend in den Sportschulen wirklich gedopt wurde. Und ja, da mussten die Trainer mitmachen, da mussten, die Eltern wussten oftmals gar nichts davon. Und wenn die Trainer nicht mitmachen wollten, dann mussten sie gehen. Also das war wirklich knallhart. Also für teilweise die mussten die Sportler auch nichts davon. Genau, teilweise wussten auch die Sportler nichts davon. Die haben eine Vitamintablette bekommen, um im Training ein bisschen bessere Leistung zu bringen oder irgendwelche anderen Sachen, und die wussten das auch nicht, dass sie gedopt worden sind. Also das war wirklich schon eine sehr brutale Sache. Und Ballettschule, würde ich mal sagen, war ähnlich. Also wenn man da mit der Disziplin nicht so klar gekommen ist, dann konnte man ja gehen. Also es war nicht so, dass die Eltern bezahlt haben, dass dann irgendwie versucht wurde, noch das Kind durchzuschleusen oder so. Da war wirklich dann nur die Leistung gefragt. Und die Methoden waren auch teilweise sehr hart. Also die waren wirklich nach russischer Schule auch, wie du sagst, Patrick, so war das. Okay. Ja, und Sport, deswegen sagte ich, Sport ist was Besonderes, weil für die Staatsführung war gerade Olympia der Kampf der Systeme. Und dafür haben die halt alles gemacht, halt egal was es war. Und was halt krass ist, ich meine, in China läuft das ähnlich mit den Leistungskadern, dass die halt wirklich bei Kindern geguckt haben, welche Anlagen haben die, und dann hieß es, okay, du bist ein guter Speerwerfer, Max, du bist jetzt Speerwerfer, und egal, was du willst, du bist jetzt Speerwerfer. Das haben sie bei uns in der Schule auch gemacht. Also die Talentsuche, die war schon da. Also die haben sie auch, da haben sie wirklich dann auch kontrolliert, wer für was irgendwie besondere Anlagen hat, und das wurde dann auch gefördert. Aber wenn derjenige dann aus irgendwelchen Gründen da rausgefallen ist, aus dieser sportlichen Leistung, wurde auch nicht abtrainiert, dann war derjenige auch einfach weg vom Fenster, das interessierte dann auch nicht mehr. Und wie du schon sagst, das ist richtig, das waren ja die Diplomaten in den Trainingsanzügen. Und die mussten natürlich gut sein, die haben natürlich den Sozialismus als System auch präsentiert, ja. Gibt es teilweise ganz, wie soll ich sagen, ganz verstörende Dokumentationen zu dem Thema DDR und die Sportkader und diese Leistungsschmieden in der DDR, das ist schon, ja. Ja, was ich dazu empfehlen kann, ist eine Dokumentation, da ging es um die Olympia-Qualifikation im Handball, Deutschland gegen die DDR, das ist eine extrem spannende und coole. Wie heißt die? Muss ich nachgucken. Das war also zur Zeit, wo der Heiner Brandt gespielt hat. Und, such mal den Joe, Titel raus. Joe für Decker, also, wenn so, du sowas empfiehlst, dann. Vlado Stenzel, Trainer. Dass die Leute auch wissen, was du empfiehlst. ich möchte kurz Lausi zitieren. Entschuldigung, da fällt mir auch. Darf ich dazwischen? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Ich habe dich jetzt unterbrochen. Da gibt es auch eine ganz tolle Serie, Weißen See. Die finde ich zum Beispiel, die zeigt wirklich, wie das System funktioniert hat. Und da ist auch einige Kapitel, da geht es eben auch um einen kleinen Jungen an der Sportschule. Und ja. Weißensee. Weißensee Serie, ne? Heißt die Serie. Ja. Ist eine Serie. Ich möchte nochmal kurz Lausi zitieren. Es ist viel mehr aus den Betrieben rauszuholen. Beziehungsweise hat er euch nochmal zitiert. Lausi, du nicht. Hendrik hat die Doku mal gedroppt für euch. Ja, die heißt auch Kalter Krieg, Handball DDR BRD 1976. Wer da später nochmal Interesse hat. Ich möchte bloß nochmal einen Kommentar, den hatte ich vorhin hier reinkopiert, von Speckmaps TV kurz vorlesen. Und zwar, ich wohne in einem Haus zusammen mit 7 alten Damen und 2 alten Herren. Da merkt man, wie solidarisch man miteinander agieren kann. Das ist, glaube ich, etwas, was ich auch erfahre, auch jetzt noch im ländlichen Raum, Leute, die aktiv zu der Zeit aufgewachsen sind, da geht man über den Marktplatz und sagt guten Tag, auch wenn ich die persönlich kenne. Die sind, glaube ich, noch anders miteinander, als meine Generation jetzt untereinander miteinander ist. Entweder ist er mein Freund oder nicht mein Freund, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist auch jetzt noch wirklich zu spüren. Maxen schreibt gerade, die Serie Weißensee ist zu sehen auf Netflix. Ihr Lieben, wer da Interesse hat, auch das scheint dann nochmal eine gute Serie, eine fiktive Serie ist das, gehe ich von aus, ja? Nee, ist relativ realitätsnah sogar, ne? Ich würde sagen, das spiegelt eigentlich die Realität in der DDR wieder. Teilweise ja, aber auch die Storyline ist fiktiv. Die Story ist fiktiv. Aber sie hätte ohne Probleme in der DDR spielen können. Realitätsnah, sagen wir mal so, ja. Okay. Aber eine fiktive Story, ja. Ja. Ich denke, wir sollten mal in Richtung der Flucht. Unbedingt. Genau, gehen wir mal. Und
da, also jetzt quasi übergangsweise, wäre noch eine Frage, die quasi den Übergang betrifft. Der Prozess, der dich dazu gebracht hat, quasi für dich zu beschließen, du hast ja auch mit dem Ausreiseantrag, sag ich mal, schon mal versucht, den offiziellen Weg zu wählen. Gab es denn neben dem ganzen Prozess ein ganz besonderes Ereignis oder wann war der Punkt, wo kam, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ich muss gucken, wie ich das realisiere. Ich meine, die Gelegenheit hat sich ja dann ergeben, aber da kommen wir gleich noch dazu, wie ich das realisiere, aber ich möchte flüchten. Ich hatte einen sehr guten Freund aus Westdeutschland, wie gesagt, den ich in Ungarn kennengelernt habe. Und wir haben gesagt, okay, 2,5 Jahre, es passiert nichts. Und selbst jetzt auf eine Heiratszuführung wäre das auch kompliziert gewesen. Hätte man genauso lange vielleicht warten können, nächsten 10 Jahre. Also es wurde ja alles sehr willkürlich entschieden. Und da gab es dann eine Begebenheit, wo sich Erich Honecker nochmal getroffen hat damals. Mit Helmut Kohl, glaube ich, ja genau. Und da ging es darum, dass nochmal so und so viele, das waren ja dann auch immer Verhandlungen, wie viele Ausreisende werden wir jetzt rauslassen. Und das war ja auch mal Teil dieser Verhandlung. Und da haben wir gesagt, okay, das warten wir noch ab. Das war dann im Sommer, muss ich direkt mal überlegen, im Sommer 87 war das. Und als dann nichts in meiner Richtung passierte, haben wir dann gesagt, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen, jetzt organisieren wir die Flucht. Und dann war ich bereit, also im Sommer dann habe ich mich für die Flucht entschieden und im Oktober bin ich dann 87 geflüchtet. Also es hat dann natürlich noch eine gewisse Vorbereitungszeit gebraucht. Darauf gehen wir jetzt. Okay. Beginn mal, wir sind jetzt für euch da draußen, wir sind jetzt auf dem Zeitstrahl 85 bis 90 und wann, wie, wo, was begann, steig du halt einfach mal ein. Sie ist 87 geflohen. Erzähl mal, wie kam es dazu? Was hast du gemacht? Wie, wo, warum? Wer hat geholfen? Erzähl mal bitte komplett. Das wird jetzt leider ein Monolog. Wir können dir da nicht groß reingrätschen, beziehungsweise dir helfen. Aber wir wollen es gerne hören und unbedingt wissen. Okay, also der Freund von mir hatte dann, Günther ist sein Name, Günther hat dann damals dann gesagt, okay, wir versuchen jetzt einfach die Sache auf illegale Weise zu regeln. Und er hatte die Idee über Polen, weil er auch irgendwie Verbindung nach Polen hatte. Und dann kam, also das hat sich dann so langsam herauskristallisiert, weil direkt über die Mauer oder direkt die deutsch-deutsche Grenze war einfach zu gefährlich. Und die Möglichkeit, dass es wirklich gelingt, war zu gering. Und das Risiko wollten wir nicht eingehen. Und da hatte er dann eben die Idee, über Polen zu flüchten. Jetzt war das Problem zu dieser Zeit, 87 war Zeit der Solidarność. Teilweise war Polen sogar im also das Kriegsrecht ist über Polen verhangen worden und man musste ein Visa beantragen als DDR-Bürger, um überhaupt nach Polen zu kommen. Dadurch, dass ich einen Ausreiseantrag zu laufen hatte, war klar, dass das wahrscheinlich nicht genehmigt werden würde. Oder wenn, würden sie mich dann auch kontrollieren in Polen und da hätte ich keine Chance, da irgendwie zu flüchten. Und dann ging es darum, ja, Möglichkeit, wie könnte ich nach Polen kommen? Dann ist Günther nach Polen mit einem Freund. Jürgen war sein Freund, mit dem ist er dann nach Polen gefahren und hat da mal die Grenze abgecheckt und hat gesagt, sieht nicht gut aus, weil die ganzen Grenzer, da gibt es keine Routine, dass man zwischen DDR und Polen irgendwie darüber kommt, funktioniert nicht. Wie ist man denn aus Polen geflohen? Weil du sagst, an der Grenze. Ja, das kommt noch. Lass sie einfach mal erzählen. Alles klar, das hat mich gerade verwundert. Ja, ja. Und er hatte dann eben die Idee, wir mussten erstmal dieses erste Problem lösen: wie komme ich nach Polen? Und dann hatte ich einen guten Freund, das war der Einzige, der in der DDR eben darüber Bescheid wusste, mit dem ich immer noch sehr gut befreundet bin. Der hat gesagt, du, ich war im Sommer, ich wollte eigentlich auch flüchten. Ich habe jetzt Training in Bulgarien in den Bergen gemacht, über irgendwie nach Jugoslawien rüber. Also der hatte immer ganz wilde Ideen. Und er sagte, ich war in der Slowakei und da gab es so ein kleines Grenzflüsschen. Da kannst du ganz einfach auf die polnische Seite rüberlaufen. Das interessiert keinen, da kontrolliert keiner. Sag ich, okay, super, dann haben wir den Plan gemacht. Das war dann Czerwene Klaszcze, so hieß das Dorf. Und da gab es einen kleinen Grenzfluss, wo man einfach durchwarten konnte. So war es im Sommer noch, die Situation. Und dann sagte Günther, okay, das ist doch gar nicht schlecht. Dann müssen wir nur sehen, dass du irgendwie nach Prag kommst, in die CSSR kommst. Und dann werden dich meine Freunde, das waren dann eben Jürgen und Ruth, war die Frau von Jürgen, die kommen einfach zu Besuch nach Prag von Westdeutschland aus und die fahren dich dann mit ihrem Auto bis nach Czerwene Klaszcze in die Slowakei und dann wirst du durch den Fluss durchlaufen und die Leute von der polnischen Seite werden dich erwarten. Und Günther hatte dann die Seite, also auf der polnischen Seite die Sachen vorbereitet.
Die haben einen Pass für mich gefälscht mit meinem Foto drin, einen bundesdeutschen, also Pass. Und er ist dann nach Polen geflogen, hat sich dort mit einem Warschauer Taxifahrer angefreundet, hat ihn natürlich dafür auch bezahlt und der hat mich dann von Czerwony Klasztor auf der polnischen Seite abgeholt. Also ich bin dann praktisch von Frankfurt-Oder aus mit dem Zug bis nach Prag gefahren. Dort haben mich dann Ruth und Jürgen abgeholt, in die Slowakei gefahren. Und das Problem war dann, dass natürlich im Oktober, als ich geflüchtet bin, dieser Fluss kein Flüsschen mehr war, sondern das war dann eben ein richtiger Bergfluss, wo man eigentlich, das Wasser kam aus den Bergen. Es war ein reißender Fluss inzwischen, also es war richtig hart, da durchzuschwimmen. Ich habe gedacht, in der Mitte des Flusses, ich schaffe es gar nicht auf die andere Seite. Sehr starke Strömung. Ja, aber es hat geklappt und dann hat mich dieser Taxifahrer in Empfang genommen und nach Warschau gefahren. Günther ist dann mit dem falschen Pass nach Warschau geflogen und dann bin ich mit ihm zusammen von Warschau aus nach Frankfurt reingeflogen. Also so ganz grob die ganze Fluchtgeschichte. Da sind natürlich viele Sachen drumherum noch passiert, aber so ist die ganze Sache dann abgelaufen. Und das Interessante daran ist, ich habe ja dann später meine Akten dann auch beantragt und gelesen und die Staatssicherheit war sehr sauer, weil sie nicht rausbekommen haben, wie ich geflüchtet bin. Und haben mich dann bis fast noch 89 im Westen beschattet. Also die wussten, jede Adresse, wo ich gewohnt habe, war in den Akten vermerkt, jede Telefonnummer, okay. Teilweise sogar die Telefone abgehört. Ne? Ja, das war dann ist manchmal gut, dass man nicht alles weiß. Das habe ich ja erst im Nachhinein erfahren. Okay. Wann hast du Akteneinsicht beantragt? Ganz kurz noch? Ziemlich spät erst. Also erst eigentlich so vor 5 Jahren oder so war das. Okay, verrückt. Das hast du aber natürlich als Material mit im Buch verwenden können oder verwendet. Ja, genau. Das habe ich gemacht. Okay, verrückt. So, bist du jetzt erstmal, du bist jetzt geflohen. Mhm. Wir sind jetzt an dem Punkt, du bist geflohen. Ganz kurz, weil ich war eben irritiert wegen Polen, weil ich habe mal irgendwas mitbekommen, einen Bericht, wo es jemand tatsächlich probiert und auch geschafft hat, über die Ostsee quasi zu fliehen. Aber jetzt ist es ja jetzt nicht unbedingt das Angenehmste. Deswegen dachte ich, okay, welche Möglichkeit gibt es noch? Weil ich wusste ja, dass es über einen Fluss ging, hat er es aber nicht mehr so ganz eingespeichert. Und der Fluss kann ja die Ostsee sein. Also, nee, das war praktisch der Grenzfluss zwischen der Slowakei und Polen. Genau, und dann gab es nochmal, also über den Fluss ging es und dann warst du quasi. Und dann bin ich dort von Leuten abgeholt worden, also von diesem Taxifahrer, der gebrieft wurde von Günther von westlicher Seite. Mhm. Der hat mich dann von dort nach Warschau gefahren und Günther kam dann nach Warschau geflogen mit einem Pass, mit meinem Bild drin, ein gefälschter Pass und mit dem bin ich dann rausgeflogen. Und da gab es natürlich auch jede Menge zwischendurch Geschichten, die sind alle in dem Buch dann auch, habe ich die natürlich auch alle geschrieben. Da gab es dann eben solche Momente auch, man musste ja einen Einreisestempel haben mit diesem bundesdeutschen Pass. Den hatte ich ja nicht, weil ich bin ja als Person nicht eingereist. Und da haben sie dann einen Zöllner bestochen und der meinte dann, nee, das ist jetzt nicht mehr $1,000, das sind ja $2,000. Und dann saß ich ja mit diesem Personalausweis in Warschau und konnte ja nirgendwo mehr hin. Also dann war Günther gezwungen, diese $2,000 zu zahlen, dass ich dann den passenden Einreisestempel bekomme, um wieder ausreisen zu können. Also da gab es dann eben ganz im Detail viele Geschichten, die dann noch mit drumherum die Sache dann eben auch wirklich spannend gemacht haben, weil wir waren ja auch keine professionelle. Also sie waren ja keine professionellen Fluchthelfer, diese Freunde aus Westdeutschland, sondern sie waren ja welche, die es auch zum allerersten Mal auf diesem Weg ausprobiert haben. Und da gab es dann einige Sachen noch. Und Was war denn, jetzt mal um eine Szene beispielhaft rauszugreifen, was war denn so eine für dich heikle Szene, die dir heute noch in guter oder schrecklicher Erinnerung ist? Ich könnte mir vorstellen, die Szene beim Übergang über den Fluss ist wahrscheinlich eine sehr sinnbildliche Stelle in dieser ganzen Fluchtaktion, oder? Ja, absolut. Also wir sind ja zu diesem Fluss da gekommen und als ich dann gesehen, erstmal wir kamen dahin, von weitem, es rauschte schon. Ich dachte, das kann kein kleines Bächlein sein, wo ich einfach mal so knietief durchwarten kann. Das ist jetzt hier was ganz anderes. Und als ich dann da stand, unten an dieser Uferböschung, dachte ich, oh Gott, das schaffe ich niemals auf die andere Seite. Und wir sind Jürgen. Das waren dann, also wie gesagt, da standen dann auf der slowakischen Seite Ruth und Jürgen, was ja deine Eltern sind, Patrick. Ich weiß es nicht.
Die haben mir damals wirklich mit ganz viel Zivilcourage geholfen und haben ja auch Patrick dann bei den Großeltern gelassen und wussten ja noch nicht, wie die Sache ausgeht und ob sie da nicht auch vielleicht bei der ganzen Sache, ja. Völlig wild, werden, ne? Völlig wild. Die haben einfach also, gesagt, ja, sagen, ja, ob sie überhaupt nochmal heimkommen. Jetzt will ich das aber nochmal ganz kurz hier aufdrücken. Moment. Lass. So, ne? Okay. Moment. Günther hat dich zum Fluss gebracht auf der einen Seite. Nein. Lass sie erst nochmal. Günther ist nach Warschau geflogen mit dem falschen Pass. Der hat sich nur auf polnischem Gebiet bewegt und Ruth und Jürgen, die Eltern von Patrick, die haben die ganze tschechisch-slowakische Seite gemacht. Das konnten ja nicht die gleichen Leute sein, weil die konnten ja nicht mit mir durch den Fluss. Dein Vater, der alte Revoluzer, Junge. Genau. Ja. Dem habe ich einiges zu verdanken, deinen Eltern, das stimmt. Wo hast du die kennengelernt? Durch Günther habe ich sie kennengelernt, weil sie sind gute Freunde von Günther. Okay. Aus heutiger Sicht halt einfach völlig, also auch für mich natürlich völlig wild, einfach so, ich meine, die haben selbst ein Kind, 87, das heißt, ich war 4 Jahre alt. Ich weiß noch, also ich kann mich noch ganz schemenhaft erinnern, dass ich auf einmal zu meinem Opa oder zu meiner Oma, ich glaube zu meinem Opa, nach Marburg gebracht wurde, gesagt, so, du bist jetzt erstmal hier für, naja, wir schauen mal. Und ich weiß noch, dass ich das wenigstens auch schwierig fand. Und dann aus heutiger Sicht zu wissen, also die waren ja, also das ist ja, also ich weiß ja, mein Vater ist immer durchaus, wenn er was gemacht hat, war er immer optimistisch, dass... Wird schon, irgendwie. Der hat ja, ich weiß nicht, hat der für dich irgendwann an irgendeiner Stelle mal entmutigt gewirkt? Also wenn ich mich so zurückerinnere, der war eigentlich immer vorwärts. Er war auch immer derjenige, der die Sache wirklich gut im Griff hatte. Also wir hatten ja da auch so einige Ereignisse während der Fluss wirklich dann, ja, also wo die Nerven auch mal mit mir durchgegangen sind. Und er hat das immer alles ja bestens gemanagt, kann ich nicht anders sagen. Ich denke aber auch, was zu dem Thema noch, dass... wir auch vielleicht gedacht haben, oder dass auch deine Eltern gedacht haben, als Westdeutsche würde da gar nicht so viel passieren. Die würden sofort wieder freigekauft werden oder einen Monat später wieder rauskommen. Also die wirkliche Gefahr, dass es dann auch für lange Zeit Gefängnis sein könnte, das, glaube ich, haben wir damals nicht so wirklich gesehen. Wir wussten, dass sie natürlich auch bestraft werden würden, aber das war, glaube ich, in der Beziehung nicht so klar. Mhm. Man muss ja auch davon ausgehen, dass ja viele Informationen, die wir heute haben, die hatten wir ja damals alle gar nicht. Es gab kein Internet in dem Sinne, es gab kein Google, wo man mal kurz nachschauen kann, sich über bestimmte Ereignisse informieren kann. Gab es ja alles nicht. Und da sind natürlich auch viele Informationen bei untergegangen. Der Übergang auf die andere Seite, wie kann ich mir das vorstellen? Das war tags, das war nachts, es war kalt, es war warm. Der Fluss war auf jeden Fall zu hoch. Der Fluss war auf jeden Fall zu hoch. Ich musste schwimmen und ich dachte in der Mitte des Flusses, ich schaffe es nicht auf die andere Seite. Und plötzlich, ich bin nicht religiös, aber plötzlich kam sowas wie, oh lieber Gott, du musst mir helfen. Also das war, und ich schwamm dagegen die Strömung und das war irgendwie ganz, für mich sogar verwunderlich, dass ich plötzlich mit Gott da in Verbindung getreten bin. Und ja, und als ich es dann auf die andere Seite geschafft habe, dann dachte ich noch, weil ich natürlich so hyperventiliert habe, weil das Wasser ja auch so eiskalt war und ich bin ja dann mit Klamotten rein und alles. Und auf der anderen Seite dann, als ich ankam, auf der polnischen Seite, dachte ich nur, also wenn jetzt einer hinter mir irgendwie ruft, stehen bleiben oder ich schieße, ich höre den gar nicht, weil ich so laut hyperventiliere. Ich würde gar nicht hören, wenn jetzt überhaupt mich jemand von hinten irgendwie ansprechen würde. Mhm. Und dann kamen auch irgendwie so ganz komische Gedanken, so wie, naja, also irgendwie... Partisanen im Zweiten Weltkrieg, das wäre nicht dein Ding gewesen. Also da kamen dann so ganz wirklich abartige Gedanken, die zu der ganzen Szenerie, die ja eigentlich lebensgefährlich war, irgendwie gar nicht dazu passen. Aber ich glaube, das ist auch dann so ein Automatismus, wo der Körper sich da irgendwie drauf einschaltet, um da einfach durchzukommen, um da nicht sozusagen durchzudrehen, ne, in so einer Situation. Was schätzt du, wie breit war die Distanz, die du überqueren musstest, schwimmend? Oh, das, also... kann ich dir in Metern oder so heutzutage wirklich nicht mehr sagen. Den Fluss gibt es immer noch, kann man sich mal angucken. Und der ist schon sehr, sehr breit. Also man muss schon ziemlich gut schwimmen und ich war damals sehr sportlich. Also es war eine Herausforderung. Das aber ich kann dir echt nicht mehr, genau kann ich es wirklich nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht. Also ich kenne ja das Exposé. Was ich mich gefragt hatte, ob es nicht möglich gewesen wäre, weil auf der anderen Seite waren ja schon quasi die Abholer. Die haben sich ja wahrscheinlich irgendwie verständlich gemacht, dass die da drüben schon warten.
Feuerzeug, ja. Taschenlampe, irgendwie macht man sich ja halt erkenntlich, ja. Ob es denn möglich gewesen wäre, jetzt ganz auf Indiana Jones ein Seil rüber zu schmeißen, mit dessen Hilfe du das ganze Ding überquerst, weißt du? Aber da habt ihr wahrscheinlich... Nee, da war es auch, glaube ich, zu breit, der Fluss. Ach, und, okay. Und vor allem die Sache ist ja auch, es war ja Grenzgebiet, auch wenn es zwischen der CSSR und Polen Grenzgebiet war, aber das war ja auch nicht so, dass man da einfach da hin und her marschieren konnte, wie man wollte. Es gab ja auch Grenzposten, die waren natürlich sehr dünn gesät, aber wenn man so einem da begegnet wäre mit so einem Seil über den Fluss, da wäre man auch ins Gefängnis gekommen. Also da hätten sie einen auch erstmal abtransportiert. Es war nicht so, dass man da machen konnte, was man wollte. Mhm. Also es war auch schon eine Grenze und wenn ich dann natürlich mit dem DDR-Personalausweis, ich wäre da sofort abgewandert. Also es durfte auch nicht auffällig sein, auch nicht an der Grenze. Ja, aber wenn du dir die Breite vom Fluss gemerkt hättest, das wäre schon krass gewesen, weil war sicherlich ein bisschen Adrenalin auch im Spiel, würde ich jetzt mal tippen. Ja, auf jeden Fall. Zumal man Wasser allgemein übelst schlecht tippen kann. Ich wollte nur noch Augen zu und durch. So. Und bis zu dem Zeitpunkt des Übertrittes an dem Fluss gab es auch einige Situationen, die über Sieg oder Niederlage hätten entscheiden können. Also wurde es mehrfach noch spannend bis dahin, also wo du sagst, okay, entweder es klappt jetzt oder wir fliegen auf. Gab es die Situation bis zu dem Zeitpunkt auch? Also ich bin ja, der Plan war ja so, von Prag aus bis nach Czervené-Klástor, ich weiß nicht, das waren ungefähr so 200 Kilometer, nach westdeutschen Berechnungen, ja, 3-4 Stunden höchstens. Und dann sind wir mittags losgefahren von Prag aus, wie gesagt, mit Ruth und Jürgen. Und dann stellte sich heraus, je weiter wir aus Prag kamen, die Straßen waren nur noch kleine Waldwege, es gab keine Beschilderung mehr und wir haben es einfach nicht mehr geschafft, bei Tageslicht anzukommen an dem Fluss. Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt hier trotzdem rüber. Und dann sagte Jürgen, da war er wirklich dann auch, wie gesagt, der Einzige, der eigentlich die Situation im Griff hatte und bewältigen konnte, dass er gesagt hat, du kannst da jetzt nicht rüberschwimmen, wenn die nicht auf der anderen Seite sind, dann erfrierst du. Du kannst ja da jetzt nicht im Oktober da in den Bergen bei 0 Grad oder wie viel Grad da waren, also es war ja schon sehr kalt, kannst ja da nicht da nackt, also da vollkommen nass durch den Wald rennen. Und dann sagte er, na gut, wir gehen mal runter zur Uferböschung. Und es war ja stockduster, man hat wirklich nichts gesehen. Also man kann sich das nicht vorstellen, es gab keine Lampen oder irgendwas. Und dann sind wir runter und dann hat Jürgen mit dem Feuerzeug geleuchtet, ob auf der anderen Seite irgendwie ein Kontakt zustande kommt, Taschenlampe oder ähnliches. Auf der anderen Seite blieb es stockfinster und plötzlich gingen irgendwelche Scheinwerfer an. Und dann sagte er nur, los, zurück zum Auto. Und dann sind wir zurück zum Auto gerannt und sind mit dem Auto dann da ins Dorf reingefahren. Aber nun muss man sich vorstellen, so ein westdeutsches Auto in so einem Gebiet ist natürlich auch wie eine Palme in der Antarktis. Was war das für ein Auto 1987? Was war das für ein Auto? Ich weiß gar nicht mehr. Die haben irgendwie ein Audi gefahren oder sowas. Okay. Kannst du dich noch erinnern, was deine Eltern für ein Auto hatten zu der nicht Zeit? 1987. Nicht 1987. Patrick wusste bis gerade eben nicht, dass es seine Eltern waren. Ja, doch, das schon. Meine bildlichen Aufzeichnungen fangen irgendwie an 1990. Und davor ist alles sehr, sehr schemenhaft irgendwie. Keine Ahnung, ich kann mich an super wenig da noch erinnern. Aber ich weiß, dass ich bei meinen Großeltern zurückgelassen wurde. In Marburg, das stimmt, daran kann ich mich jetzt auch noch erinnern, dass es in Marburg war, ja. Und dann sind wir praktisch da ins Dorf zurückgefahren und da habe ich gesagt, ich bleibe jetzt einfach im Auto. Und dann bin ich da wirklich total zusammengebrochen, weil die ganze nervliche Anspannung war alles irgendwie zu viel und habe dann irgendwo plötzlich ein weißes Pferd auf diesem Parkplatz vorbei galoppieren sehen, also vollkommen am Ende. Und ich sagte, dann bleibe ich aber im Auto, ich komme nicht mit. Und dann sagte Jürgen, ja, du kannst aber auch jetzt hier nicht die Nacht im Auto bleiben, es ist einfach zu kalt. Und dann ist er dann in so ein kleines, es war wie so ein kleines Hotelchen, so ein Hostel war das, da ist er dann hingegangen, hat da mit dem Pförtner irgendwie Radebrecht, was auf halb slowakisch, englisch, deutsch, und hat eine Unterkunft organisiert und Ruth und ich, wir haben uns dann reingeschlichen, weil ich konnte ja mit meinem Personalausweis, mit diesem DDR-Personalausweis konnte ich ja nicht mit Leuten mit einem bundesdeutschen Pass zusammen mir eine Unterkunft holen. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Da hätten die garantiert sofort eine Meldung irgendwie an die Polizei gemacht, also wäre die Sache aufgeflogen. Ja, und dann haben wir uns da eben vorbeigeschlichen und haben dann da noch übernachtet und am nächsten Tag sind wir wieder hin zum Fluss. Und dann habe ich bei Tageslicht erstmal gesehen, was aus diesem Flüsschen geworden ist. Ein riesiger Fluss. Wahnsinn. Ja.
es ist, es klingt auf jeden Fall, also es war wahrscheinlich für dich auch filmreif, oder? Dieses ganze Unterfangen und dieser, wenn ich mir vorstelle, was du wahrscheinlich dauerhaft für Adrenalinschwankungen gehabt haben musst, ich meine, wie brisant die Situation war, wenn man sich das heute, gut, scheinbar meine Eltern wussten es nicht, wie brisant es war, aber du hast ja gewusst, wie brisant das Ganze ist. Das ist ja anstrengend. Ich glaube, das ist anstrengend. Naja, ich meine, nicht umsonst habe ich dann schon die weißen Pferde auf dem Parkplatz gesehen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, es war schon, also jetzt... Ich gehe jetzt davon aus, die waren nicht real da quasi. Nein, die waren, es waren Vater Morganas, die ich da gesehen habe. Und wenn ich auch schon mit Gott rede, also dann muss mein Nervenkostüm schon sehr angespannt sein. Und es war schon, es war aber dann auch irgendwie so wie so ein Automatismus. Jetzt habe ich die Sache angefangen, jetzt muss ich hier einfach durch, egal wie oder egal was. Und, naja, aber es war, auf jeden Fall war es eine sehr harte Sache, weil es eben auch über eine Woche gegangen ist. Ne? Wir sind ja dann in Warschau auch noch 3-4 Tage geblieben. Und es war ja immer die Möglichkeit, dass ich irgendwie da erwischt werde oder irgendwie, dass und die Polizei... Und von dort an ging es wie weiter? Und von dort aus bin ich dann mit dem Pass, den Günther... Ja, ja. Also mit dem Günther nach Warschau geflogen ist, mit dem Pass bin ich dann praktisch vom Flughafen aus rausgeflogen nach Frankfurt-Main. Und der Pass war damals von seiner Sekretärin und mit meinem Bild aber drin. Und da war dann eben Augenfarbe blau, die ich nicht habe. Also habe ich mir noch ein bisschen blauen Lidschatten drauf gemacht und versucht dann, ich meine, ich sah sowieso 10 Jahre älter aus zu dem Zeitpunkt. Das hat dann geklappt, weil die Dame war 10 Jahre älter als ich. Weil sie haben einen Originalpass genommen und nur das Bild, nur ein Bild gefälscht. Okay. Wusste denn jemand in der DDR, war jemand eingeweiht von deinen engsten Angehörigen oder hast du sicherheitshalber niemanden was mitgeteilt? Der Einzige, der Bescheid wusste, war dieser Freund, der mir damals gezeigt hat, wie ich in die Slowakei komme. Ansonsten wusste keiner Bescheid. Okay. Ich habe niemanden informiert. Meine Mutter war ja in Schweden, dein Vater? Nee, mit meinem Vater hatte ich zu der Zeit nicht so einen engen Kontakt. Okay. Und ich wusste auch, wenn ich da irgendwie, ich hatte da kein Vertrauen zu niemandem mehr, dass die Sache dann nicht auffliegt. Also das wusste keiner. Krass. Dann hast du in Frankfurt gelebt. Nee, da ist sie gelandet. Da bist du nur gelandet. Gelebt hast du dann wo? Dann habe ich bei Günther gelebt. Das war in Stadt Allendorf. Ach, ihr seid quasi Geschwister. Also ihr habt dann zusammen unter einem Dächlein... Nein, nicht verwechseln. Günther war dieser Freund von mir und Jürgen ist der Vater von Patrick. Entschuldigung, ja, stimmt. Zwei verschiedene. Ja, und dann habe ich bei Günther gelebt und aber ich wollte auch gerne wieder arbeiten und es hat dann nicht funktioniert auf Dauer. Ich bin ihm heute noch sehr dankbar, dass er das alles für mich organisiert hat, wie ich auch den Eltern von Patrick sehr dankbar bin, dass sie damals so viel da riskiert haben, um mir zu helfen. Also wo ich sage, Zivilcourage. Hast du mit allen noch Kontakt? Ich habe leider zum Vater von Patrick keinen Kontakt mehr, zu seiner Mama habe ich noch einen sehr guten Kontakt. Und Günther ist schon verstorben. Günther lebt nicht mehr. Ja. Okay. Mhm. Was hast du gearbeitet dann bei Günther dort? Oder? Dann habe ich da angefangen, in der Nähe von Köln. Da gab es dann einen Job als Tänzerin im Phantasialand. Dann habe ich in einer Show im Phantasialand gearbeitet. Ah, du durftest quasi in deinem für dich bekannten Ressort bleiben quasi. Ja, genau. Das wollte ich auch gerne. Und das war dann mein erstes Engagement, was ich dann praktisch im Westen hatte. Siegfried und Roy, wenn ich mich recht entsinne. Genau, mit denen habe ich auch gearbeitet. Die kamen dann auch ins Phantasialand mit ihren weißen Tigern. Und mit denen stand ich da auch auf der Bühne. Also es war eine schöne Zeit. Daraus resultierte dann auch das Foto, was du mir gezeigt hast, Patrick. Ja, genau. Ja. Wir waren ja dann öfters auch mal im Phantasialand. Als ich klein war mit meinen Eltern und da weiß ich, ich glaube, ich habe die Siegfried und Roy Show damals, wann war das? War das 90, 91, 92 oder später? Warte mal, 87, ich glaube, ich habe dort angefangen 88 und habe da bis 91 gearbeitet. 91, okay. 92 Dreh. Gefühlt war mein ich Stichwort. Mehrfach im Jahr im Phantasialand, aber ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, ich habe die Siegfried und Roy Show mindestens 3-4 Mal gesehen, meine ich. Das kann gut sein. Ja. Mein Stichwort, wenn wir jetzt bis 91 schon springen, Frage an euch drei. Wo wart ihr zum Mauerfall? Wie habt ihr den erlebt? Ihr zwei seid noch jünger, Männers.
Und an dich explizit, logischerweise, deine Gedanken. Was ist dann in dir vorgegangen, als du mitbekommen hast, alles klar, die Mauer fällt gerade oder die Mauer ist gefallen? Ich fange mal erst bei den Männern an. Ich glaube, das wird dort kürzer. Sehr kurz, ja. Ich denke, das wird dort kürzer. Dann also bei dir. Patrick geht's noch. Der war 7, ich war nur 5. Ja. Also ich kann dir sagen, ich kann mich aus 1990 nur an den Elfmeter von Andreas Brehme gegen Goikoetxea erinnern. Das ist das Einzige, was ich weiß, weil alle so ausgerastet sind, da wo ich zu dem Zeitpunkt war. Mauerfall und so, aus der Zeit 90, ja, 89 schon gar nicht. Also ich habe, das ist dieser, ich sage mal, der Elfmeter ist meine erste so Erinnerung von irgendeinem öffentlichen Ereignis, ist das, der Elfmeter 1990. Alles davor habe ich keine Sachen bewusst selbst wahrgenommen. Okay. Auch den Mauerfall nicht. Patrick? Und also, ihr, lieber Chat, vielleicht mal ihr. Wo wart ihr zum Mauerfall? Weil es waren tatsächlich, ganz kurz mit dem Strawpoll mal kurz an dieser Stelle aufrollen. Auch mal für dich, Kerstin. Die Zuschauer von uns, 60% der Zuschauer sind vor 79 geboren. Mhm. 32% der Zuschauer vor 89. Und nach 89 nur 7%. Mhm. Okay. Also, bloß, dass du das mal, dass du mal den Altersdurchschnitt grob hier hast. Lieber Chat, wo wart ihr zum Mauerfall? Wie habt ihr den erlebt? Vielleicht da mal kurz ein Dreizeiler in den Chat, wer was Interessantes hat dazu. Jetzt du, Patrick. Bei mir war ja die DDR ziemlich in frühester Kindheit, bedingt auch durch die Geschichte, immer auch zu Hause irgendwie ein Thema, was ich schon in jungen Jahren immer mal irgendwie wahrgenommen hatte. Und mein Vater hat auch immer sehr viel Energie für aufgewendet, mich über alle politischen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Also mein Vater war halt Wahnsinn, was das anging. Wir haben manchmal Wochenendausflüge zu gewissen Grenzübergängen gemacht, standen da mit dem Fernglas auf der anderen Seite, irgendwelche Grenzhubschrauber, hat er geguckt, wann die losfliegen und wann die landen und so. Also mein Vater hat da ganz wilde Sachen gemacht. Also ich war an Grenzübergängen gewesen. Ich glaube, war ich nicht als Kind auch mal im Osten gewesen, als die Mauer noch stand, Kerstin? Kann das sein? Oder bilde ich mir das ein, dass ich irgendwo im Osten war? Als Kind? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also aus meiner Zeit, das muss dann davor gewesen sein, aus meiner Zeit haben sie dich nicht mehr mitgenommen. Ich glaube auch, weil sie Angst hatten, dass es zu gefährlich sein könnte. Mhm. Also wir haben uns erst kennengelernt, als ich dann im Westen war. Im Phantasialand waren wir zusammen, das weiß ich. Aber ich glaube, du warst nicht zu der Zeit im Osten, als ich da mit deinen Eltern die Fluchtpläne praktisch geschmiedet habe. Vielleicht wart ihr davor mal, das kann sein, aber ich bin meiner Zeit. Bin mir unsicher. Auf jeden Fall, das Thema DDR war bei uns zu Hause allgegenwärtig. Ich weiß auch, dass mein Vater oft verschlüsselt am Telefon gesprochen hat. Wirres Kauderwelsch, was ich nicht entschlüsseln konnte. Später kam raus, dass in der Parallelstraße von uns ein Möbelwagen stand mit einem Richtfunkgerät drin. Und wenn mein Vater zu Hause das Festnetz abgenommen hat, 1-2, hast du ein Klackgeräusch immer im Hintergrund in der Leitung drin gehört, ein Knacken. Und ich weiß nicht, woher er das weiß. Irgendwann kam wohl raus, dass das ein Überwachungswagen auch tatsächlich war. Diese Überwachungswagen habe ich auch später mal gesehen, als ich von Seiten der Bundeswehr zur politischen Bildung in Ost-Berlin war und habe da ein Stasi-Gefängnis besucht. Und diese Wagen, die immer eine andere Tarnung aufgetragen hatten mit diesen Richtfunkgeräten, die gab es ja einfach auch zuhauf und die sind halt auch in den Westen gefahren. Also das Thema DDR war immer bei uns präsent zu Hause, als die Mauer gefallen ist. Die Tage davor, wo das absehbar war, hat mich mein Vater fast jede Nacht aus dem Bett geholt, mich vor den Fernseher gesetzt und hat alles mir, was da gerade passiert, was passieren könnte, introduced. Weil auch zum Zeitpunkt des Mauerfalls gab es ja durchaus immer noch mal Momente, wo nicht klar war, was passiert jetzt als nächstes. Geht das ganze Ding nach hinten los und die machen die Grenzen zu und stellen bewaffnete Leute auf, das Militär fährt auf. Also diese Momente gab es ja auch. Mhm. Und ich war quasi gefühlt immer live dabei bei diesem ganzen Thema. Und auch in der Nacht des Mauerfalls war ich auch live dabei. Ja. Verrückt. Wie warst du dann direkt da? Also wo warst du direkt beim Mauerfall? Im Wohnzimmer. Okay. Gut, und ja. Ihr seid doch dann hingefahren auch, oder hat es mal irgendwann gesagt, also ihr seid dann... Wir sind irgendwo hingefahren und haben
Kolonnen von Autos gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Was ich auch dann weiß, und da sind wir wieder beim Stichpunkt Helfer-Syndrom meiner Eltern. Wir hatten in Gießen ein Erstaufnahmelager und als die Mauern gefallen sind, sind irgendwie ein, zwei Wochen später Flüchtlingsströme aus dem Osten in diesem Erstaufnahmelager angekommen. Und dann war Wochenendausflug ins Erstaufnahmelager und ich weiß nicht, wen mein Vater da kannte. Auf jeden Fall meine Eltern da irgendwelche Familien kennengelernt oder die kannten sich oder weiß der Geier. Auf jeden Fall hat mein Vater irgendwie versucht, den Leuten mit seinen Beziehungen irgendwie dann, die irgendwo außerhalb des Flüchtlingsheims unterzubringen, irgendwie geguckt, ob er jemand kennt, der irgendwie den Vater der Familie irgendwo beruflich irgendwo unterbekommen kann. Also so Aktionen. Also ich habe da im Erstaufnahmelager war ich da auch viel, ja, klar. Klar, war ich im Erstaufnahmelager. Ich gehe mal kurz auf den Chat, wo der Chat alles war. Ich lese mal ein bisschen vor. Doc Vapes Thorsten schreibt, ich war 9 Jahre alt und kann mich daran erinnern, wie wir das vor dem TV mitverfolgt haben. Kann mich noch daran erinnern, wie glücklich die Menschen in den Westen gegangen sind, viele mit Tränen in den Augen und dann David Hasselhoff. Ja. Cozy Vape schreibt, ich war daheim und saß vorm Fernseher, also vorm TV und glaubte nicht, was gerade passiert ist. Mystique Enigma schreibt, ich saß vorm Fernseher, bin dann runter zu meinen Eltern und wir haben zusammengeschaut. Meine Mutter hatte in der Nähe der Grenze gewohnt und hatte noch Freunde da, die sie nicht besuchen konnte. Im Jahr nach dem Mauerfall konnten sie sich endlich wiedersehen. McFly schreibt auch, einfach ganz kurz, ich war vor dem TV. G. Wegmann schreibt, ich war 8 und in Holland im Urlaub. Das ist, glaube ich, auch eine gute Variante, den Mauerfall zu erleben. Legolas schreibt, ich gebe es jetzt offen zu, ich habe 2-mal Begrüßungsgeld bekommen. Ich glaube, du gar nicht. Ich glaube auch nicht, Lars. Patrick Heuer schreibt, Jugend, Sturm- und Drangzeit, juhu, noch mehr Frauen. Und dann habe ich sogar noch eine geheiratet. Falkenhorst schreibt, ich war 31 und habe es auch am TV miterlebt. Mystique Enigma schreibt nochmal, ich bin 71 geboren, kannte nur Briefe, Erzählungen und DDR-Pakete mit tollen Büchern, Briefpapier und Schokolade. Aus der DDR? Anscheinend. Hat die Schokolade nicht eher den anderen Weg genommen, vom Westen in den Osten? Eigentlich waren die Care-Pakete in die Richtung, ja. Briefpapier kann möglich sein. Briefpapier hatten sie, glaube ich, ganz schönes in der DDR. Das ist möglich, okay. Also was zum Schreiben. Aber Schokolade würde ich auch nicht unterschreiben. Hey, das würde ich auch nicht sagen. Dampfsappler schreibt, kam von der Spätschicht und hörte in den Tagesthemen, die Mauer ist auf. Konnte es nicht glauben, nachts 1 Uhr bin ich dann doch losgelaufen zur Chausseestraße. Mein Ziel war die Aussichtsplattform am Brandenburger Tor auf der Westseite. Also gehe ich auch davon aus, dass du auf der Westseite gelebt hast? Oder bist du als Ossi dann auf diese Aussichtsplattform gelaufen und hast gesagt, da will ich jetzt hin, das ist der erste Punkt, wo ich sage, da möchte ich jetzt hin. Michael Schindler schreibt, Berlin, Bornholmer Brücke, einfach rübergelaufen wie auf Watte. Ja, das glaube ich. Also ich kann es nicht verstehen, ich kann es bloß versuchen nachzuempfinden und das kann ich mir vorstellen, dass du dann völlig euphorisiert wie auf Watte dann diesen Weg gehen kannst oder konntest. Mr. Blammerkuh oder Plumperkuh, mich hat ein Freund zu Hause abgeholt, der vollkommen euphorisch, ich war 22. Cozy Vape schreibt, ich war 24. Ramon schreibt, ich kann mich leider nicht dran erinnern, war 3 Jahre alt. Ego Faktor 11, ich durfte eigentlich den Film um 20.15 Uhr sehen, glaube irgendwas mit Rittern. Dann leider Programmänderung, Sondersendung, ich fand's doof, weil ihm das Programm gestört wurde. Kerstin, 1989, was war das für dich für ein Gefühl? 2 Jahre nach der eigenen Flucht, was hat das in dir ausgelöst oder wie war das? Es war ja 87 null abzusehen, oder? Oder waren Tendenzen dazu überhaupt da? Nicht. Null. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und ich glaube, bis 89 hat es auch, selbst im Frühjahr gibt es ja noch den letzten Mauertoten, der versucht hat zu flüchten und an der Berliner Mauer erschossen wurde. Also das war überhaupt nicht abzusehen, selbst bis 89 nicht, bis zum Schluss nicht. Ja, ich habe es verpasst. Ich war zu der Zeit mit meiner Mutter auf Hawaii, saß irgendwo im Whirlpool und dann kam ein Österreicher an und sagte, ich habe einen Weltempfänger, die Mauer ist offen. Na, ich sagte, ja, Witze kannst du erzählen. Glaube ich dir nicht. Also ich konnte es nicht glauben. Ich habe es absolut nicht geglaubt, bis ich dann eben auch die ganzen Dokumentationen im Fernsehen gesehen habe.
Okay. Und dann war ich auch irgendwie schon von der DDR so weit weg, dass ich da, also die Bilder haben mich natürlich total ergriffen, ergreifen mich heute noch. Ich habe jetzt mir letztes Mal angeguckt hier von Udo Lindenberg, also schon ein Weilchen her, von Udo Lindenberg dieses Musical Hinterm Horizont. Und da werden ja auch diese Bilder nochmal so auf so einer riesen Leinwand eingespielt, gerade diese speziellen, als die Mauer gebaut wurde, wo die eine Frau dann steht, mit dem Taschentuch winkt und die weinen und so. Also da, das berührt mich immer noch total. Aber 89 war ich dann schon irgendwie schon zu weit weg davon. Mhm. Es hat mich gefreut, aber ich hatte mit der DDR eigentlich nichts mehr zu tun. Nicht wirklich. Hast du zu Ostzeiten Freunde verloren? Jetzt sei es am Grenzübergang oder jemand, der in Knast gegangen ist aufgrund von Kritik, Systemkritik oder irgendwas in die Richtung? Also, oder jemand, Leute, der geflüchtet ist vor dir? Ja, ja, also Leute, die eben auch ins Gefängnis gekommen sind, auch Freunde von mir, ja. Mhm. Okay. Also die sind nicht gestorben, die haben es überlebt, sind ins Gefängnis gekommen und dann wieder rausgekommen und durften darüber nicht sprechen, aber so wie sie aussahen, das sprach Bände, dass sie da keine schöne Zeit verlebt haben. Wann hast du das erste Mal wieder ostdeutschen Boden betreten? Oh. Viele, viele Jahre später erst. Also ich bin dann mal nach West-Berlin geflogen, zu auch guten Freunden, als die Mauer noch stand. Und dann habe ich immer geguckt, dass ich nicht diese S-Bahn-Linie erwische, die ganz kurz durch DDR-Gebiet fährt, also durch Ost-Berliner Gebiet fährt. Da hatte ich ganz große Angst vor. Und das erste Mal wieder, also das war dann schon Mitte der 90er Jahre. Okay, okay. Und wann das letzte Mal? Das letzte Mal war ich... letztes Jahr im Dezember. Mein Vater lebt ja immer noch in der Nähe von Ost-Berlin, also Richtung Strausberg, DDR-Gebiet. Okay. Okay, okay, krass. Also, verrückt, also tatsächlich, das sind so Sachen, die nehmt mir nicht übel, aber das kriege ich nicht gegriffen, das versteht man nicht. Also ich kenne das auch bloß aus Dokus, aus Erzählungen und so weiter, aber wenn du nicht dabei warst, was vielleicht ja auch gut ist, sei es drum, soll jeder für sich selber entscheiden. Ich kriege es nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie hat sich... Was, ja, mach ruhig. Was meinst du jetzt, was bekommst du nicht verstanden, wie die... Das Gefühl, dass es das überhaupt gab, dass da eine Mauer stand, dass ich da nicht raus durfte. Was für mich ganz komisch war, ist auch so, ich habe mich jetzt, ich meine, ich lebe ja nun jetzt schon viele Jahre in Spanien und wir unterhalten uns eben auch so über Nationalismus, über verschiedene Dinge. Und dann geht es so um Heimat und dann stelle ich immer so fest, ich habe ja Heimat. Was bedeutet eigentlich Heimat? Der Staat, in dem ich groß geworden bin, der existiert nicht mehr. Und das ist für mich manchmal auch so eine gewisse wie Fassungslosigkeit. Das alles, was ja, wie zum Beispiel der Palast der Republik. Der Palast der Republik, da habe ich meine ersten Vorstellungen gehabt. Da stand ich noch damals mit Dean Reed. Das war so der, man sagte, der rote Cowboy. Der war eigentlich aus Amerika, aber der wurde eben als großer Medienstar gefeiert in der DDR, weil er eben in die DDR ausgewandert ist oder besser gesagt eingewandert ist. Man es auch nennen möchte. Und mit dem stand ich da noch auf der Bühne und was weiß ich, Karl Gott, Karl Gott und Vica Chavesi, das waren dann Jugoslawen. Und dass dann plötzlich dieser ganze Palast der Republik auch weg ist, das ist für mich immer auch noch so eine gewisse Unfassbarkeit. Also so ein Stück, ich bin inzwischen ein Stück Geschichte, habe ich festgestellt. Das ist ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Das ist wohl so, ja, ein Stück Geschichte, das ist richtig, ja. Wie hat sich denn dann, also das Ding ist ja, du wirst in diesem Staat groß, du lebst in diesem Staat, du erfährst und erlebst die Einschränkungen, die dieser Staat für dich selbst mit sich bringt, für deine persönliche Entfaltung, für den eigentlichen Individualismus, den du im Normalfall hättest ausleben wollen. Und dann gelingt der Befreiungsschlag 87, du ziehst quasi in den Westen, kommst dann, hast eine Arbeitsstelle im Phantasialand bei einer Tanzbühnenshow. Wie hat sich denn dein Leben dann geändert und welche Einflüsse sind so auf dich eingeprasselt? Hast du direkt wahrgenommen, okay, hier fließt irgendwie der Honig im Überfluss? Also wie war das, die Wahrnehmung des Angebotes, ob das jetzt beim Einkaufen war oder so, das muss doch irgendwie auch verrückt gewesen sein, oder? Diesen Kontrast. Ja. Also das war es total, weil einer meiner ersten Einkäufe war, dass ich mit Günther dann in die Metro gefahren bin.
Und dann dachte ich, da in dieser Metro richten die sich jetzt alle hier auf den Dritten Weltkrieg ein oder was? Weil die kamen dann mit diesen Paletten an, wo ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein, dass man in diesen Massen kauft, auch in diesen Größenordnung war. Also ich war vollkommen geschockt. Das war für mich einfach, also war natürlich auch eine extreme Erfahrung. Geht ja nicht jeder in der Metro einkaufen, aber da war ich vollkommen geschockt. Da dachte ich, das gibt's doch nicht, dieser Überfluss und diese Massen. Und ich fühlte mich auch wie ein bisschen amputiert, weil es ist ja so, ich kam ja aus einem vollkommen anderen System und in dieses System reinzukommen, plötzlich sind die alle mit dem Auto so schnell gefahren. Also ich hatte Probleme auf der Autobahn, konnte ich erstmal gar nicht Auto fahren, weil ich war das gar nicht gewöhnt, dass da einer mit 200 an mir vorbeirauscht. Einkaufen gehen, ganz simple Sachen. Du hast dann eben da irgendwie so einen kleinen Chip, den du reinsteckst, um da dir einen Korb rauszuholen. Wir sind noch mit so einem kleinen Dederon-Netzchen einkaufen gegangen. Wie funktioniert das mit diesem Chip? Und also ich fühlte mich wie amputiert zu Anfang und war auch von dem materiellen Angebot erstmal ziemlich erschlagen. Also ich weiß gar nicht, ich freue mich heute noch, dass ich alles an Obst und Gemüse kaufen kann, finde ich ganz toll, aber das war einfach ein bisschen too much irgendwie alles, ein bisschen zu viel. Das war schon, war schon irgendwie ein bisschen im Schockzustand. Dein Leben hat sich ja dann in der Konsequenz im Westen ja auch wahrscheinlich ganz anders entwickelt, als du es selbst 1985, 86 bis 87 wahrscheinlich für möglich gehalten hättest, oder? Das hat er wahrscheinlich, also wie soll ich sagen, du kommst ja quasi aus einer Enge und erlebst dann einmal quasi das Gefühl von Freiheit. Das ist wahrscheinlich das einzig richtige Wort in dem Kontext, oder? Du kannst hin, wo du möchtest. Du kannst in jedes Land reisen. Und das hast du ja auch dann ziemlich genutzt, ne? Diese Möglichkeiten, die dir dann zur Verfügung standen. Wo hat es dich überall hin verschlagen? Was hast du alles gemacht? Also, ich bin erstmal, um die halbe Welt gereist, kann ich schon sagen. Hab hier auf der, auch eine gute Zeit gehabt, ich hatte eine Tauchschule dann hier auf Mallorca. Somit habe ich dann Saisonarbeit gehabt, immer von März bis Oktober und im Winter konnte ich reisen. Also dann so 3 Monate Australien, 3 Monate Asien, 3 Monate, Amerika, eigentlich, es gibt eigentlich keinen Kontinent, wo ich nicht war. Also sagen wir mal so, das war eigentlich die Konsequenz von dem, was ich als Kind mir schon immer gewünscht habe. Ich wollte immer reisen und ich wollte andere Länder kennenlernen. Exotik hat mich immer fasziniert und das habe ich dann im Westen auch ausgelebt und dafür bin ich heute noch dankbar. Also ich freue mich immer noch quasi gar nicht alles, was ich machen kann. Genau, so ist es. Ja. Sehr schön. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals zu Hause, ich hatte so das Gefühl, immer wenn du irgendwo in einem fremden Land warst, hast du uns immer irgendein Souvenir geschickt, ne? Oder? Täuscht mich jetzt meine Erinnerung. Das kann sein. Nee, das stimmt schon. Ja, da habe ich immer irgendwie was mitgebracht so. Ich kann mich immer noch an ein Messer erinnern. Das war so ein, ich weiß nicht, wie so ein kleines Hacke-Messer, irgendwie mit der Klinge in so einem Holzscheit und das stand aufrecht und da stand drauf Alaska. Jetzt meine Frage, warst du in Alaska? Echt? Ja, ich war in Alaska für 3 Monate. Und zwar, ich hatte damals dann einen Freund im Phantasialand und der kam aus Alaska und da habe ich dann einen Winter mal 3 Monate in Alaska verbracht, ja. Also die Aufzählung, wo du nicht warst, ist wahrscheinlich kürzer, als wo du schon warst, oder? Schätze ich das richtig ein? Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Die Welt ist groß. Es gibt noch viele schöne Plätze, wo ich auch noch mal hin möchte, was ich auch noch nicht gesehen habe. Aber ich habe viel gesehen, auf jeden Fall, ja. Ich finde, das ist so eigentlich, also meiner Meinung nach ist dieses Reisen und diese verschiedenen Eindrücke aus verschiedenen Ländern, Kulturen, Ethnien zu sammeln, ist glaube ich, ich lebe ja das komplette Gegenteil. Ich bin ja, also aktuell, sagen wir mal so, komme ich ja hier auch nicht weg und das ist auch vielleicht ein Stück weit gut und wichtig so, aber ich glaube, diese Erfahrungen zu machen, ist so das kostbarste Gut, was du haben kannst oder die kostbarste Erfahrung, die du machen kannst, weil das kann dir keiner wegnehmen, ne? Das ist auch was du einfach mitnimmst und es bereichert dich selbst auch in deiner Persönlichkeit, in deiner Entwicklung, auch in deiner Sicht auf verschiedene Dinge, auch vielleicht auf Armut, wie es anderen Menschen geht, dass du dein eigenes Leben viel besser zu schätzen weißt. Ich glaube, das ist mega, mega wichtig und mega gut, irgendwie diese Erfahrung zu sammeln. Ich wünschte, ich hätte auch schon viel mehr gesehen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Du bist doch jung, du hast doch viel Zeit. Also ich war ja eigentlich weiter weg auch nur in Kanada und auf Malta. Ich habe halt, wie gesagt, das Problem im Fliegen. Das heißt, ich müsste recht weit fahren. Aber man denkt, mit dem Auto ist man auch schnell mal in 40 Tagen in China. Klar. Von daher gibt es sicherlich noch Möglichkeiten. Und wenn ich
das Irrationale irgendwann gegen das Rationale tausche, dann fällt es mir vielleicht doch leichter zu fliegen. Aber würdest du das auch als erstrebenswertes Ziel ansehen, diese Erfahrung mit verschiedenen Ländern zu sammeln? Oder sagst du, naja, war ich halt mal da? Nee, also Kanada ist ja als einzige Referenz, war für mich eine tolle Erfahrung, die Leute dort kennenzulernen, das Leben, was doch ein Stück weit abgewichen ist von unserem, auch die Mentalität, zumindest dort in Edmonton, wo ich war. Und das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Also ich denke, das ist auf jeden Fall als erstrebenswert zu bezeichnen. Ade, was denkst du? Reisen, Erfahrungen, die Welt sehen, ist das wichtig oder kann das weg? Das ist wichtig. Ich finde das sehr, sehr schön. Ich mache das auch selber sehr, sehr gerne. Bin aktuell eingeschränkt, aber nicht wegen was Negativen, sondern einfach, weil ich Vater geworden bin. Deswegen kann ich gerade nicht so viel reisen. Das ist vollkommen okay so. Das kommt aber auch wieder. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen was gesehen. Ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen, aber eher in klassischen Urlauben, nicht 3 Monate wie du, wo man dann wirklich, glaube ich, reell was, also mehr mitbekommt von, sei es Kultur, Menschen, Land und so weiter. Ja. Mhm. Aber prinzipiell finde ich das immer sehr erstrebenswert und auch, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Wenn wir wieder aufs CO2 kommen, umwelttechnisch, ist es natürlich immer wieder eine Katastrophe, aber sei es drum. Man muss auch mal schöne Orte gut für sich und seinen eigenen Geist bereisen können. Sagen wir mal so, es kommt ja auch drauf an, was für eine Art von Reisen ich mache. Ne? Ich meine, ich bin dann zum Beispiel auch mit dem Segelboot über den Atlantik gesegelt. Das ist ja dann jetzt umwelttechnisch nicht so dramatisch. Dann ist auch eine Frage, ob ich jetzt so 2 Wochen irgendwie da mit Thomas Cook, gut, die existieren nicht mehr, aber jetzt mit irgendwie von diesen deutschen Neckermann oder wie sie alle heißen, durch die Gegend reise oder mit Flügen und allem drum und dran oder auf der AIDA, auf den großen Schiffen mir so meine Reisen aussuche oder ob ich dann eben auch wirklich 3 Monate mit dem Rucksack eben durch Asien oder durch irgendwo rumfahre. Also, und dann eben auch versuche, mein Geld im Land zu lassen. Das ist ja auch so eine Frage. Ich meine, die Leute von der AIDA zum Beispiel, ich habe auch dort mal gearbeitet, daher habe ich das ja auch mitbekommen, die machen dann ihre Ausflüge mit der AIDA. Also das Land, wo sie anlegen, wird komplett genutzt, aber es bleibt kein Geld in diesem Land von diesen Leuten, weil alles dann wieder zurückfließt auf diese Company von AIDA. Und das ist ja auch eine Frage, wie ich reise. Ne? Das ist ja nicht nur schlecht, sondern ich kann ja auch wirklich dann Land und Leute unterstützen. Hm. Wenn ich mein Land, oder besser gesagt, wenn ich mein Geld dann eben auch dort lasse und dann auch in den lokalen oder in den einheimischen Gebieten mich fortbewege und mich dort eben erhalte, sagen wir mal so. Und nicht dann eben wiederum die Hotels von Iberostar benutze oder so. Ne? Das ist ja eine Frage auch, wie man verreist. Wie viele Sprachen hast du eigentlich im Petto? Also ich spreche Spanisch, ich spreche Englisch, Deutsch, ein bisschen Indonesisch, weil ich habe so eine indonesische Seelenschwester, das ist auch so eine Sache. Ich habe da eine Familie, die ich etwas unterstütze, wo ich auch genau weiß, dass dann dieses Geld auch dort ankommt und auch für die Ausbildung der Kinder der großen Familie dort benutzt wird. Und kleines bisschen Schwedisch. Meine Mama lebt ja in Schweden, also ein bisschen Schwedisch geht auch. Wie ist dein Spanisch? Ist das so, dass Einheimische, also hören die einen Dialekt, also die hören wahrscheinlich einen Dialekt, oder? Ja, die hören natürlich, klar. Dazu kommt ja, dass wir hier auf der Insel die Mallorquiner haben, die Mallorquinisch sprechen. Dann haben wir ja Katalan und Kastilianisch. Also eigentlich sind es ja 3 Sprachen. Ich kann leider kein Katalan, sollte ich lernen, weil das ja eigentlich hier so unsere Sprache auch ist. Und Mallorquinisch kann ich auch nicht. Also, und die hören schon, wenn ich Kastilianisch spreche. Aber ich kann mich mit den Leuten unterhalten. Und die verstehen mich und ich denke, das ist das Wichtigste. Ich weiß, dass du dich gut mit denen unterhalten kannst. Ich habe das live erlebt. Okay. Erzähl mir noch mal ein bisschen was zu dem Buch. Da ist im Prinzip diese ganze Story ja irgendwo noch mal mit allen Details, mit allen Hochs und allen Tiefs verfasst. Was ist der Plan mit dem Buch? Also gibt es da einen zeitlichen Horizont oder willst du noch mal selbst was zu dem Buch selbst sagen? Ja, also ich habe, wie gesagt, meine
Private, meine autobiografische Geschichte auch so in die geschichtlichen Fakten mit eingepackt. Aus meiner Sicht natürlich nur, das ist ganz klar. Andere Leute haben die DDR ganz anders erlebt. Also das ist ja immer eine sehr individuelle, persönliche Sache. Ja. Und so das eben auch verpackt mit Geschichten, die lustig waren, die ich erlebt habe, mit Geschichten, die nicht so lustig waren. Also ein weinendes und ein lachendes Auge ist immer dabei. Und wie eigentlich so das System auch funktioniert hat. Und eben auch so, wie wir ja auch dort regiert worden sind mit Potemkinschen Dörfern. Das bedeutet also mit Fassaden, die gar nicht existiert haben. Also wie auch ja in Banditz, in diese ganze Regierungsmannschaft, weil würde ich jetzt mal so sagen, dieses Zentralkomitee, wie die ja auch weit abgelebt haben, weg von dem, wie der normale Bürger gelebt hat. Und diese ganze Schizophrenie der ganzen Gesellschaft, in der ich da gelebt habe, so wie ich sie empfunden habe, das kommt in dem Buch auch nochmal raus. Dann erzähle ich auch nochmal meine Fluchtgeschichte. Da gehe ich dann richtig in die ganzen Details, was da so alles passiert ist, wo auch einige Sachen zum Schmunzeln waren, einige nicht so lustig. Ja, und das ist eigentlich so diese ganze Abriss meines Lebens in der DDR. Ich stehe auch drin. Ja, du stehst auch drin, na klar. Und da bin ich ja deinen Eltern auch immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie da wirklich auch zum Gelingen der Flucht beigetragen haben. Ohne sie wäre das vielleicht alles gar nicht so gut ausgegangen. Was gibt's für einen zeitlichen Horizont mit dem Buch? Kannst du da irgendwas zu sagen? Gibt's da irgendwie, wo man sagen kann, halbes Jahr, also ich möchte es. Ja, ich versuche es jetzt in diesem Jahr noch zu machen. Ich habe es jetzt bei verschiedenen Verlagen angeboten, war jetzt auch auf der Frankfurter Buchmesse und also jetzt im letzten Jahr noch, und jetzt warte ich mal ab, und wie gesagt, wenn es bis zum Sommer hin nichts wird, dass die Verlage da eine positive Zusage geben, ich habe da eine Freundin, die daran arbeitet, die für interkulturelle Kommunikation auch zuständig ist, dann hat sie schon dann einen Plan, wie sie das anders irgendwie anbringen möchte. Mhm. Ich bin da mit der Vermarktung nicht so gut, gebe ich echt zu. Okay. Acht Watt, vielen Dank für deine insgesamt 200 Bits an der Stelle. Besten Dank. Habt ihr noch Fragen jetzt an euch? Ich habe noch eine Frage nochmal. Das ist auch eher jetzt was komplett aus dem Kontext. Sieht ein bisschen drauf. Thema Überwachen und so weiter. Hast du eine Alexa zu Hause? Nee, habe ich nicht. Okay, das wollte ich bloß mal wissen. Tatsächlich. Bist du, also würdest du dich selber aufgrund des Erlebten paranoider in die Richtung einschätzen? Also jetzt egal, also ich meine jetzt gar nicht auf diesem bösen Level oder krassen Level oder sowas, aber so dieses beobachtet er mich? Ich sitze jetzt nur und trinke einen Kaffee? Nee, gar nicht. Das hat sich eigentlich aufgelöst. Ich meine, es war nochmal ein Bearbeitungsprozess für mich, als ich dann die Akten durchgesehen habe. Das waren immerhin über 600 Seiten. Und da standen dann teilweise eben auch Sachen drin, minutiös, wo ich mich befunden habe. Also zum Beispiel die Kerstin SD ist um 18.15 Uhr in den Zug nach Eisenach eingestiegen. Um 18.20 Uhr hat sie eine Zigarette geraucht und um 18.22 Uhr hat sie da mit jemandem im Abteil ein Gespräch angefangen und solche Sachen. Also das war nochmal eine richtige Bearbeitung, aber das ist jetzt abgeschlossen für mich und da sehe ich, also diese Schizophrenie, dass ich jetzt weiterhin so beobachtet werde, habe ich eigentlich nicht mehr. Ich meine, wir leben ja auch in einem Überwachungsstaat oder wir werden ja auch überwacht von vielen Sachen, das ist dann auch immer, sagen wir mal so, ich staune dann eher, wenn ich dann irgendwie was eingebe, dass ich jetzt was ich, einen Flug nach da und dahin buchen möchte oder irgendwie was bei Amazon kaufen will und dann kommen danach so 1000 verschiedene Anbieter, die mir genau das nochmal anbieten, also wie doch da die Überwachung da ist. Aber das erstaunt mich mehr, als dass mich das jetzt schizophren macht. Ich schätze, meine Eltern waren auch Bestandteil der Stasi-Akte. Ja. Ja, also dann haben sie es dann doch irgendwie rausbekommen oder, also die haben die Verknüpfungen gesehen. Aber erst im Nachhinein. Also während der Flucht gar nichts, weil sie wussten ja auch gar nicht, wie ich geflüchtet bin. Das war ja, wie gesagt, deshalb ging ja dieser ganze Prozess der Überwachung dann noch zu Westzeiten weiter. Mhm. Und zum Schluss dann eben in Verbindung mit Günther, da sind sie dann auch erwähnt worden. Okay. Weil ich habe ja bei ihnen dann auch, ich war ja auch bei ihnen zu Westzeiten, bevor ich im Phantasialand angefangen habe. Da ist doch dein Vati mit mir noch rumgefahren für einen Job, einen Job zu bekommen. Ja, ja. Genau. Ja. Und da ist ja auch weiterhin überwacht worden und aus der Zeit sind da auch noch einige Notizen in den Akten zu finden. Ich will das an der Stelle noch mal kurz erzählen.
Die Kerstin ist ja, es gab ja dann auch eine Zeit, wo du ja auch bei uns zu Hause quasi mitgelebt hast. Die Kerstin war für mich seit jeher irgendwie für mich die Schwester, die ich im Prinzip nie hatte, weil sie irgendwie gefühlt da immer, also das war eine ziemlich innige Beziehung für mich. Also für mich warst du immer, also bis heute eigentlich immer, irgendwo die große Schwester gewesen, die dann irgendwo in der Welt unterwegs war, tatsächlich. So für mich war das, ist das bis heute so tatsächlich. Also es hat sich nicht geändert. Weißt du ungefähr noch, wie lange, mir kam das, also weißt du noch, wie lange du bei uns dann auch mal warst? Ich glaube, das war so vielleicht ein Monat. Echt? Ein Monat, zwei Monate. Okay, krass. Und, aber danach waren wir ja trotzdem immer in Kontakt. Guck mal, ihr habt mich besucht dann im Phantasialand, wir sind irgendwo hingefahren, haben Ausflüge gemacht und so. Wir waren ja weiterhin in ziemlich engen Kontakt auch. Ja, verrückt. Ja. Ich schaue jetzt nochmal in den Chat, ob der Chat noch gerade irgendwelche Fragen hat, die wir vielleicht noch aufnehmen. Ich will mich kurz entschuldigen, ich habe kurz die Doni gemacht und einfach den Rechner aus. Ja, ja. Die Doni. Ich dachte, der wäre abgestürzt. Ja, jein. Weil das also macht er ja häufiger mal. Mein Fuß hat ihn abgestürzt. Auf der Steckdosenleiste. Ah, okay, ja gut. Ich habe einfach ganz klassisch die Doni gemacht. Ja, man kennt das, die Doni. Ja, steht auch jetzt so im Duden, einfach mal die Doni machen. Ja, kam auch bei Wikipedia, habe ich gesehen, ist tatsächlich jetzt. Die Doni ist jetzt auch eine neu überarbeitete Steckdosenleiste mit so einem Schutz, dass du nicht unten irgendwo auf den Schalter kommst. Gibt es als Artikel, im Doni-Fanshop wahrscheinlich. Wir haben da einen Affiliate-Artikel, hauen wir gleich mal hier in den Chat rein, da könnt ihr die Doni-Steckdosenleiste gerne auch käuflich erwerben und supportet damit Butter bei die Fische. Kein Problem. So. Es sieht mir gerade nicht so aus, dass jetzt noch großartig Fragen hereindrudeln. Lami, können wir nochmal den Instagram-Kanal von Kerstin nochmal hier reinposten? Also wer wirklich Interesse hat oder wer jetzt quasi ein Interesse bekommen hat an Kerstins Geschichte und an der ganzen DDR-Thematik beziehungsweise im Speziellen zu ihrer Flucht, kann gerne mal Kerstins Instagram-Kanal folgen. Und wird dann dort mit Sicherheit auf dem Laufenden gehalten, sobald das Buch dann tatsächlich auch erhältlich ist. Da wirst wir werden es natürlich auch droppen, sobald wir die Information auch bekommen. Es ist jetzt verfügbar, werden wir es natürlich euch da draußen auch nochmal auf den Schirm rufen. Auf jeden Fall. Aber da ganz gerne mal teilen. Ach, beziehungsweise teilen, genau. Jetzt ist gerade hier ein Skype was reingekommen. Da gerne mal folgen. Ja, dann machen wir den Sack für heute zu, würde ich sagen. Ja. Eure abschließenden Worte, Hendrik? Ja, also wieder heute an unseren Gast, Kerstin, vielen Dank fürs Kommen. Es war auch ein wirklich interessantes Thema, wo ich mich auch vorher wirklich sehr drauf gefreut habe. Und vielleicht kann man ja nach dem Buch nochmal das Ganze aufgreifen und vielleicht mal über das Buch an sich sprechen. Das wäre ja vielleicht auch nochmal eine Idee, wo wir uns nochmal hier in diesem Rahmen oder so treffen könnten. Das dauert ja noch ein bisschen, aber behalten wir es mal vielleicht im Auge. Ansonsten für alle, die im Chat waren, die hier anwesend waren, mitgemacht haben, auch danke dafür für eure Anwesenheit und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Ade. Ja. Eine letzte Frage an dich, Kerstin, bevor ich mich verabschiede, und zwar, wo geht's die nächsten drei Monate hin? Jetzt geht's erstmal nach Kuba. Auch kommunistisch. Auch so lange? Also auch längerer Zeitraum? Ja, ich werde dann wahrscheinlich auf dem Schiff nochmal arbeiten, auf der MS Berlin, mal gucken. Okay, geil. Das ist praktisch die nächste Reise. Was ich nur nochmal sagen wollte, ganz kurz nur zu der Sache, ist, DDR, diese Geschichte ist ja trotzdem auch aktuell oder hat auch den Bezug zum Aktuellen, denn Freiheit ist das höchste Gut des Menschen. Das dürfen wir nie vergessen dabei. Das wollte ich dazu nur nochmal sagen. Und schönen Dank an euch, hat echt Spaß gemacht, ja. Und freut mich, ich hoffe, dass ich das Thema ein bisschen näher bringen konnte und auch da geschichtliche Zusammenhänge, dass man da ein bisschen besser versteht. Ich meine, wir haben ja immer noch Ost-West in manchen Köpfen der Leute drin und vielleicht kann das ja die Sache etwas besser noch zusammenbringen. Also, auf jeden Fall. Ich fand es auch super und du hast das natürlich gut rübergebracht, also weil es auch einfach deine eigene Geschichte ist, ne? Deine eigenen Erlebnisse. Mhm. Das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Gut, jetzt ist es natürlich auch, dass wir kennen uns ja dann auch, dann ist es für mich ist es ja auch nochmal, weil es ja irgendwie auch mit mir dann irgendwo kollidiert ist oder mit meiner Familie in der Vergangenheit, deswegen bin ich da eh nochmal, aber ich finde das halt immer wieder
Verrückt, das dann auch alles so zu hören. Das war auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, dem Chat hat es auch gut gefallen. Ich habe auch eben schon gelesen, toller Gast und interessant. Genau. Ich spiele den Ball gleich zu, Patrick. Du machst gleich noch den Rest der Abmoderation. Ich sage was noch. Tschüss, ihr Lieben. Kommt gut durch die Woche. Es war schön, dass ihr wieder im Chat so fleißig wart und auch höflich und lieb gute Fragen gestellt habt. Ihr habt schön mitgemacht heute. Kerstin, tu mir mal noch einen Gefallen, sag mal noch einen schönen Satz auf Spanisch zum Abschluss. Was weiß ich, also auch wenn es bloß ist, ich hätte gerne ein Kilo gehacktes oder was auch immer. Einfach nur hasta luego, wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Schön, dass du da warst. Ja, Patrick, vielen Dank mach euch den auch. Rest. Vielen, vielen Dank. Kerstin, wir haben eine Spotify-Playliste. Und auf diese Playliste ist es immer so, dass wir den Gast bitten, dass der Gast ein Lied benennt, was auf die Spotify-Playlist draufkommt. Ein Lied, wo du eine persönliche Bindung hast, was dir irgendwie was gibt oder wo, vielleicht auch aus der Zeit tatsächlich irgendwie, wo du sagst, das Lied war in der Zeit irgendwie eine seelische Stütze oder hat dir anders irgendwie Kraft gegeben oder bedeutet dir einfach viel. Hast du da einen Titel im Kopf? Ja, natürlich, klar. Also das war immer unsere Hymne, Mädchen aus Ost-Berlin von Udo Lindenberg. Mädchen aus Ost-Berlin. Das packen wir auf jeden Fall im Nachgang auf unsere Playliste. Okay. Von Udo Lindenberg, alles klar. Ja, wie gesagt, mir hat es super gefallen. Wir sprechen jetzt auch noch mal kurz dann im Nachgang nach dem Stream. Ich mache jetzt hier erstmal kurz die Abmoderation und will mich an der Stelle erstmal bedanken bei all den Moderatoren. Übrigens heute neu ernannt zum Moderator Doc Vapes. Vielen Dank auch für deine Dienste heute. Puffwarte, Minjas, Hoppe, Bonsai23, vielen Dank dafür. Lami, wie immer im Background, Markus der Weise, Technikmonster, Technikgenie, Last Line of Defense, Last Man Standing, der Mann, der immer da ist, wenn alles kurz vorm gegen die Wand fahren ist. Gott sei Dank. Wir bedanken uns für die Raids von, fangen wir gerade mal an. Wir hatten, die Raids haben gestartet mit, nicht mit Phil, die Raids haben gestartet mit Phil. Der erste Raid kam rein von Phil, danach Minjas, danach kam die Doni rein, hat uns geraidet. Es ist einfach ultra viel wieder passiert hier in dem Stream. Es ist einfach wieder viel zu krass. Also wir haben super viele Follows, wir haben super viele Subs auch reinbekommen. Wir haben, Moment, ich muss gerade mal nachschauen. Genau, Punch1611 hat seinen Twitch Prime Sub dagelassen, vielen Dank dafür. Moment, ist irgendwas, genau, Intakt hat sein Follow dagelassen, 8 Watt insgesamt 200 Bits geschenkt, vielen Dank dafür. Benny112 hat uns gefolgt. Tingle Tangle Bobbycar hat uns gefolgt, vielen Dank dafür. Die Bauschaummafia hat uns gefolgt, vielen Dank dafür. Plüschbolette TV hat uns auch geradet mit insgesamt 15, 16 Leuten. Dampferschatzi, vielen Dank für dein Follow. Muschikratzen, super Name, vielen Dank für dein Folgen. Astrofan, vielen Dank für dein Follow. Arthur Schnitzler, vielen Dank für dein Follow. Dr. Morter, vielen Dank für dein Follow. Gangaro123, vielen Dank für dein Follow. Slippy089, vielen Dank für dein Follow. Morsprinzum Est hat uns gefolgt, auch danke dafür. Rosco83M hat uns gefolgt, vielen Dank. Monstermo hat uns gefolgt, vielen Dank. Tundja, der gute Mann, der gesperrt wurde, weil einfach verboten. D-Vapor, vielen Dank für deine 200 Bits. K-Mike11 hat uns gefolgt, vielen Dank dafür. Höhling hat uns gefolgt, die Doni, ach, hatten wir schon. Vielen Dank dafür nochmal, Doni, wir sind sehr zu schätzen und so, du weißt das. Charlie2050 hat uns gefolgt, vielen Dank dafür. Devil's Bite hat uns gefolgt, vielen Dank dafür. Der Phil, muss man unbedingt nochmal sagen, sonst gibt es im Nachhinein, also Phil, danke. Wirklich, wirklich alle aus tiefsten Herzen und so. Wirklich super, ich will das auch nochmal sagen, der Phil, super. Malamut1974 hat uns 150 Bits gecheert, vielen Dank dafür. SteffiDampft88 hat uns gefolgt, super. Raftnix, Dampfnix hat uns gefolgt, super, auch guter Name. Mondliebhaber65 hat uns gefolgt, vielen Dank dafür. Tanja879 hat uns gefolgt, danke dafür. Die freche Finja hat uns gefolgt, danke dafür. Die Minjas hat uns geradet. Jasmin, du weißt, vielen, vielen Dank. 91 Raid darüber geschickt, super Sache. KrachboomEnte69 hat uns 200 Bits gecheert, vielen Dank dafür. Amnesie-Ger hat uns gefolgt und der Radiomacher hat uns gefolgt. Ich glaube, ich müsste es alle haben. Es war jetzt tatsächlich einiges. Leute, vielen, vielen Dank dafür an der Stelle. Ich kann euch mal kurz spoilern. Wir haben interessante Gastzusagen für die naheliegende Zukunft. Ich will jetzt noch nichts spoilern, weil nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Dann ist es raus und dann klappt es wieder nett und dann muss ich mich wieder irgendwie selbst
Ritzen oder so, einfach weil ich dann wieder alles hasse. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, um auf dem Laufenden zu sein, was die nächsten Themen sind. Es wird in Zukunft noch ein bisschen was passieren, aber alles mit der Ruhe, alles nach der Reihe. Wir raiden jetzt rüber. Lami hat im Hintergrund was ausgesucht. Es wird, sagen wir mal, musikalisch. Yoshi, du wilder Hund, vielen Dank für dein Twitch Prime. Besten Dank. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank für alles und wir schicken euch jetzt ein bisschen zum Musizieren rüber. Macht it gut. Ciao. Kommt gut durch die Nacht, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Wie hieß der?